Was ist los mit der Wirtschaft in Amerika? Häuser fallen an die Bank, die Arbeitslosigkeit wächst und es sieht aus, als wäre das erst der Anfang. Als Resultat dieser Situation sorgen sich viele Amerikaner um unsere wertgeschätzten Freiheiten und unsere Lebensart, die unter direkten Angriff steht, während unser Lebensstandard sinkt wie ein Stein. Kann es sein, dass all diese Probleme vorhergesehen wurden vor 100 Jahren durch L. Frank Baum, dem Autoren von dem wunderbaren Zauberer von Oz? Warum fällt uns das jetzt erst auf? Es liegt daran, dass an dem MGM-Film Der Zauberer von Oz, verfilmt 1939, signifikante Veränderungen gegenüber der Buchversion von Frank Baum vorgenommen wurden, das 1899, also 40 Jahre zuvor, geschrieben wurde. In der Buchversion von 1899 waren Dorothys Schuhe aus Silber, im Gegensatz zur Filmversion, wo ihre Schuhe aus Rubin waren. Wenn man aber die silbernen Schuhe auf der goldenen, sprich gelben Pflastersteinstraße wegnimmt, geht viel von der ursprünglichen Symbolik der Geschichte verloren. Lasst uns sehen, was die Experten über unsere derzeitigen Probleme sagen, dann unsere Vergangenheit betrachten, um zu verstehen, was Frank Baum uns sagen wollte mit seinem Buch Der wunderbare Zauberer von Oz. Es ist kein Geheimnis für Amerikaner, dass wir in sehr schwierigen Zeiten leben. Die amerikanische Bevölkerung ist ausgeraubt worden und sie wissen nicht mal, wer die Räuber sind. Ich meine, wir befinden uns in einem Bus auf dem Weg zum Rande eines Abgrundes und es gäbe wohl noch genug Zeit, den Kurs zu wechseln. Das einzige Problem ist, dass die Leute, die den Bus steuern, noch nicht kapiert haben, dass da ein Abgrund kommt. Wenn das Problem, das die Wirtschaft zum Stocken bringt, zu viel Schuld ist und wenn niemand in der Regierung, egal welcher Partei, sich darum kümmert, das Schuldenproblem zu lösen, dann ist die Antwort, es wird zu einer Depression kommen, soweit ich das erkennen kann. Wir werden also eine massive Rezession erleben, oder lass es uns Depression nennen, während die Wirtschaft sich ausbalanciert, weg von einer serviceorientierten hin zu einer wertproduzierenden, weg von einer Leih- und dann Ausgibwirtschaft zu einer Spar- und dann Produzierenwirtschaft. Das ist es, was wir tun müssen. Wir kommen nicht von wo wir sind, dahin, wo wir sein sollten, ohne eine ernsthafte Depression. Was kann die Regierung tun? Die traurige Antwort ist, unter dem jetzigen monetären System nichts. Es wird kein Stück besser werden, bis die Wurzel des Problems verstanden ist und beseitigt wird. Es gibt nicht genügend Geld in der ganzen Welt, um uns aus diesem Loch zu bekommen. Warum? Schulden. Die nationale Schuld ist genau wie unsere Privatschuld. Es sind die Zinsen, die uns am Ende umbringen werden. Sie müssen verstehen, dass jeder Pfennig, jeder Dollar, den wir im Umlauf haben, erschaffen wird als zinsbehaftete Schuld. Was eigentlich ist die nationale Schuld? Wenn die Regierung mehr ausgibt, als sie durch Steuern einnimmt, müssen sie den Rest leihen. Dadurch, dass sie zinstragende IOUs verkaufen, wie etwa die US-Staatsanleihe. Wenn eine US-Bank eine 100-Dollar-Anleihe kauft, kann sie darauf 10-mal den Wert als Kredit erschaffen. Also bekommt die Bank nicht nur die 100 Dollar mit Zinsen zurück von der Regierung, sondern sie können jetzt auch noch weitere 1000 Dollar verleihen, die sie nie hatten, und verlangen Zinsen dafür. Denn die Bank hat die Erlaubnis, dieses zusätzliche Geld aus dünner Luft zu erschaffen. Das ist der Grund, warum Bankgebäude in jeder Stadt auf dem Planeten die größten sind. Dieses System des Verleihens von wesentlichen mehr als man hat, nennt man das fraktionierte Reserveverleihen. Fast all unser Geld ist durch Banken geschaffen, die an Personen, Firmen oder die Regierung verleihen. Wie wir sehen werden, gibt es einen besseren Weg für Regierungen, an Geld zu kommen. Gebt es einfach aus, ohne Schuld, für das Wohlergehen aller Leute gleichmäßig. Abraham Lincoln hat's getan, Benjamin Franklin hat's getan, Jefferson wollte es tun. Ehrliche Amerikaner haben gekämpft gegen dies von den Banken kontrollierte Schuldgeldsystem durch die gesamte amerikanische Geschichte. Wenn wir es nicht bald ändern, werden die meisten unserer Freiheiten verloren gehen, in einer Flutwelle von Schulden. Vor 75 Jahren hat ein Angestellter der Atlanta-Filiale der Federal Reserve die Wichtigkeit des fraktionierten Reserve-Systems erklärt und wie es in der Lage ist, unsere Wirtschaft zu strangulieren. Irgendjemand muss jeden Dollar, den wir in Zirkulation haben, leihen. Wenn die Bank reichlich Geld schöpft, geht es uns gut. Wenn nicht, dann hungern wir. Wenn jemand das komplette Bild begreift, ist die tragische Absurdität unserer hoffnungslosen Position unvorstellbar. Es ist das allerwichtigste Thema, das intelligente Personen untersuchen und darüber reflektieren können. Unsere Regierung sollte sich niemals verschulden. Sie hat es nicht nötig, sich zu verschulden. Eine Regierung kann das Geld, das sie braucht, schöpfen.
Das ist absolut richtig. Unter unserem jetzigen Geldsystem muss die Regierung sich unser Geld in die Existenz leihen und dafür Zinsen zahlen. Darum nennen sie es die nationale Schuld. All unser Geld ist als Schuld erschaffen. Politiker, die sich darauf konzentrieren, die nationale Schuld zu bearbeiten, ohne die Ursache zu beseitigen, verstehen wahrscheinlich nicht wirklich, was die nationale Schuld eigentlich ist. Die nationale Schuld zu verringern würde bedeuten, wir verringern die Geldmenge, und das ist bereits jetzt nicht genug Geld da für die normalen Leute. Warum haben wir nie davon gehört? Weil die meisten Medien und der Kongress abhängig sind von den Bankern, von denen sie sich Geld leihen und geliehen haben. Ja, der Kongress verdient immer noch Geld, aber woher kriegen sie es? Nochmal, was die nicht von Steuern holen können, leihen sie sich von den Banken. Etwa 2009 wird der Kongress über 4 Trillionen Dollar ausgeben, aber sie müssen sich die Hälfte davon leihen. Obendrein hat der Kongress 2008, 2009 die größten Banken gerettet, indem sie ihnen 1 Trillion Dollar gegeben haben. Der schlimmste Teil der Geschichte ist, wir geben dieses Geld nicht nur einfach weg, wir leihen es uns, um es wegzugeben. Wenn wir nicht bald etwas tun gegen die Tatsache, dass wir in einer Situation sind, wo die nationale Schuld das Bruttosozialprodukt übersteigt, werden wir in einer sehr nahen Zukunft ein Riesenproblem haben. Du kannst das nicht immer so weitermachen. Früher oder später werden die Leute, die uns dieses Geld leihen, nein sagen, wir leihen euch nichts mehr. Eine der Dinge, die ich denke, schwer zu verstehen sind von der politischen Seite dieses Themas. Es ist klar, die machen eine Menge Fehler. Und die Frage in meinem Kopf ist, sind diese Fehler, ich meine, können die Leute in Washington, sie wissen die höchsten Ämter im Lande, wirklich so ignorant sein über das, was sie tun? Weil ich kann mir nicht anschauen, was die Politiker tun in Washington und sagen, dass es da irgendeine Hoffnung gäbe, dass das, was sie tun, funktionieren könnte. Und diese Typen müssen sich Wahlen stellen. Wenn also die nächste Wahl vor der Tür steht, dann werden diese keine populären politischen Figuren mehr sein. Es wird also Konsequenzen geben für diese Politiker. Also was sorgt dafür, dass sie die falschen Knöpfe drücken? Neulich hörte ich einen Senator im TV sagen, das Problem mit GM ist, sie haben zu viel Schulden. Und die Lösung, ich gebe ihnen also ein noch größeres Darlehen. Du kannst dich nicht aus der Schuld leihen. GM kann es nicht, du oder ich können es nicht, die Regierung kann es nicht, niemand kann sich aus der Schuld herausleihen. Genauso wenig, wie ich früher schon sagte, du dich nüchtern saufen kannst. Das ist aber, was wir zu tun versuchen. Es macht keinen Unterschied, welche Stimulation. Obama hat die richtige Idee, lasst uns Straßen bauen, aber er wird sich das Geld dafür leihen. Wir können doch jetzt schon die Schuld nicht zahlen. Ja, nicht mal die Zinsen. Niemand redet überhaupt über die Schulden als solches. Die reden über die Tatsache, dass die Banker nicht genügend Geld machen, um in der gewohnten Art weiterzumachen. Bis Politiker anfangen zu verstehen, wo die wahren Ursachen für die Probleme liegen, werden sie die Dinge niemals in den Griff bekommen. Die gute Nachricht ist, die Lösung ist nicht neu oder radikal. Amerika hat es schon getan, lange bevor Frank Baum darüber geschrieben hat. Durch die gesamte amerikanische Geschichte haben Politiker mit den großen Banken darum gekämpft. Aber dieser Aspekt unserer Geschichte wird seit kurzem aus den Geschichtsbüchern gelöscht. Ich denke, wir müssen die Fundamente unserer Wirtschafts- und monetären Systeme überdenken. Eine Regierungsabteilung sollte die Kontrolle übernehmen über die Geldmenge. Das ist aber nicht so in England, oder? Nein, in keinem Land. Es ist so, denke ich, fast in der ganzen Welt. Das meiste Geld wird heutzutage von kommerziellen Banken geschöpft. Als Schuld. Fangen wir an am Anfang einer Gesellschaft, die sich eine Verfassung gibt. Jemand würde vorschlagen, der beste Weg, das Geld zu schöpfen und es in den Umlauf zu bringen, wäre es, diese Funktion zu kombinieren mit einem profitorientierten Markt, der konkurriert um das Leihen und Verleihen von Geld. Es würde wohl als idiotisch betrachtet werden. Suchen Sie eine neue Aufgabe? Wollen Sie etwas Gutes für die Menschheit tun? Wie wäre es mit einer einfachen Reform, die es ermöglicht, die meisten schlechten Dinge in der Welt zu korrigieren, wie Hunger, Armut, Krankheit und Elend? Dies ist der ultimative Kampf für zivile Rechte, das Entkommen vom Sklaventum. Wie Präsident Obama es sagte, durch die anhaltende Rezession wird die Zahl der chronisch hungernden Menschen in der Welt auf 1 Milliarde ansteigen.
Doch das ist komplett unnötig und kann verhindert werden. Jawohl, wir könnten den Welthunger in wenigen Jahren eliminieren. Aber wie? Die Lösung ist das Geheimnis, das vor uns versteckt war für mehr als 100 Jahre. Seit der Zeit, als Autor Frank Baum sein Buch schrieb, Der wunderbare Zauberer von Oz. Bevor wir Ihnen nun zeigen werden, was diese Symbole waren, müssen wir unsere Geschichte verstehen. Ansonsten wird die verborgene Nachricht in Der wunderbare Zauberer von Oz keinen Sinn für Sie ergeben. Lasst uns eine Reise machen entlang der gelben Pflastersteinstraße durch die monetäre Geschichte. Unser erster Stopp wird Rom sein. Das Problem mit Geld ist, dass wie mit vielen anderen Dingen im Leben die Menschen anfangen darum zu kämpfen, wer darüber die Kontrolle hat. Tatsache ist, das einzige Mal, dass Jesus gewalttätig wurde, war, als er die Geldwechsler aus dem Tempel jagte. Er machte eine Rute aus Stricken und verschüttete die Münzen der Geldwechsler und warf ihre Tische um. Worum ging es hier? Die Geldwechsler waren die Banker dieser Zeit. Sie erschufen eine spezielle Silbermünze, genannt der halbe Shekel of the Sanctuary. Sogar die Armen mussten einige dieser Münzen haben, um im Tempel Steuern zu zahlen. Also konnten die Geldwechsler verlangen, was immer der Markt hergab. Dieses Geldmonopol war nichts anderes als Diebstahl an den ärmsten Juden auf ihrem heiligsten Boden. Das hat Jesus empört, genauso wie es die Senatoren der Römischen Republik empören wird, einige Jahre später. Obwohl wir es nie ganz sicher wissen werden, der Kampf um die Kontrolle über das Geld hat möglicherweise eine Rolle gespielt in der berühmtesten Ermordung der Geschichte. Was machte Rom so groß? Sie waren großartige Hersteller, aber das meist übersehenste Detail war das Geldsystem der Römischen Republik. Etwa 300 vor Christi hatte die Römische Republik ihre Einwohner mit einer großen Menge von billigem Geld ausgestattet, Geld hergestellt aus Kupfer und Bronze. Dann haben sie dieses Geld in die Wirtschaft investiert. Es war eine revolutionäre Idee. Die Gegner dieser Geldform nennen es heutzutage Fiat-Geld, Geld, das nicht gedeckt war vom wertvollen Metall. Aber was die Römer entdeckt hatten, war, es ist egal, was das Geld abdeckt. Wichtig ist lediglich, wer kontrolliert seine Menge. Hat es damals funktioniert? Es funktionierte verblüffend effektiv. Anders als heute war es ein Geldsystem ohne Schuld für die Regierung. Das war das erste große Experiment, die Geldmacht den Goldschmieden wegzunehmen. Diese billige Form von Geld zirkulierte zum Wohlergehen aller gleichmäßig, nicht wie die Goldmünzen, die immer nur den Reichen dienten. Mit dieser neuen großzügigen Versorgung mit Geld konnte realer Wohlstand auch den normalen Bürgern zufließen. Ohne die Benutzung von Gold oder Silber wurde Rom zur Herrin des Handels der Welt. Ihr Volk war das mutigste, wohlständigste und glücklichste, denn sie kannten keine nagende Armut. Ihr Geld wurde direkt an die Leute ausgegeben und wurde hergestellt aus billigem Material, Kupfer und Bronze, basiert allein auf dem Glauben und dem Kredit der Nation. Mit dieser reichlichen Geldversorgung baute sie ihre prachtvollen Plätze und Tempel. Sie verteilte das Land unter ihren Einwohnern in kleinen Besitztümern und Wohlstand floss in die Koffer Roms. Dann aber änderte Julius Caesar plötzlich die römische Geldversorgung drastisch und begann Goldmünzen zu prägen mit seinem Bild auf ihnen. Dann erklärte er sich selbst zum Herrscher auf Lebzeiten und setzte dem großen Experiment gewählter Regierung in Rom ein Ende. Die Republikaner und der Senat hassten Gold und die Plutokratie, Herrschaft durch die Reichen, das es mit sich brachte. Obwohl die Senatoren Julius Caesar ermordeten, hatte das Goldgeld jetzt Wurzeln gefasst, unterstützt durch die Reichen und die Diktatoren, die sie mit ihrem Gold kaufen konnten. Nach Caesars Ermordung wurde Kupfer und Bronze aus dem Umlauf genommen. Die Geldmenge wurde um 90% reduziert. Eine tiefe Depression setzte ein. Die normalen Bürger mussten ihre Häuser verkaufen, nur um das Allernötigste zum Leben kaufen zu können. Der Reichtum der Nation wurde wieder einmal sehr schnell in die Hände der reichsten Römer konzentriert. Verloren war nun die Motivation zu kämpfen für ein großartiges Land und das Allgemeinwohl. Um 401 nach Christus war Rom am Ende und die Welt rutschte in die Finsternis des dunklen Zeitalters.
Also in Rom lernten wir, dass mit billigem, von der Regierung ausgegebenen Geld die römische Republik wuchs, aber mit Goldgeld verschwand sie. Diese Kontroverse zwischen billigem und Goldgeld setzte sich fort über die Geschichte und wie wir sehen werden, ist sie teilweise durch die gelbe Pflastersteinstraße symbolisiert. Vorwärtssprung um 700 Jahre in der Geschichte nach England im 11. Jahrhundert. Es gab keine Banken, wie wir sie heute kennen. Was als Bank diente, waren die Goldschmieden, die ihr Gold zu Goldmünzen machten. Obwohl die meisten Leute es nicht verstanden, kontrollierten diese Goldschmiede die Wirtschaft des Landes und dadurch sogar die Politik, sogar in einer Monarchie. Durch verabredetes Handeln konnten die Goldschmiede die Geldmenge verringern oder vergrößern. Wenn sie ihre Geldmenge vergrößerten, ging es der Wirtschaft gut. Wenn sie jedoch die Menge verknappten, entstand eine Depression und sie konnten so Besitz aufkaufen für Pfennige. Um das 11. Jahrhundert nach Christi hatte König Henry, der Sohn des ersten englischen Königs normannischer Herkunft, William der Eroberer, nur noch wenig Goldgeld. Eine Serie von teuren Kriegen hatte den königlichen Schatz ausgedünnt. Genau wie es die Kolonisten von Pennsylvania hunderte Jahre später tun würden, erschuf Henry eine einzigartige Form von regierungskontrolliertem Geld. Ihr Name war Tally Sticks. Tally Sticks repräsentierten nicht irgendeine Form von Gold oder anderer Deckung. Es waren einfache polierte Stäbe aus Holz, herausgegeben durch den König, die er als legales Mittel zur Zahlung von Steuern deklarierte. Das machte die Tally Sticks genauso gut wie irgendeine andere Form von Geld. Wir befinden uns im Museum der Bank von England mit John Keywood und ich halte in meinen Händen eine der ältesten Formen von englischem Geld. Man nennt sie Tally Sticks. Dies hier ist sogar ein sehr seltenes Exemplar, denn beide Seiten sind noch vorhanden. Die Idee der Tally Sticks war es, man schnitt Kerben in ein Stück Holz. Normalerweise war es Haselnussholz und diese Kerben waren von einem genormten Abstand. An diesen hier können Sie sehen, er hat 1000 Pfund Kerben. Also hier sind 6 Kerben mal 1000 Pfund. Das ist also ein 6000 Pfund Tally Stick. Die Seite nennte man den Stock. Diese Seite behielt die Person, die das Darlehen gab. Und dies ist der Foil. Der Foil wurde in die Existenz ausgegeben. Und die Idee des Zerteilens durch die Mitte war, dass dadurch Fälschungen vermieden werden konnten. Denn natürlich spaltet sich der Stab einzigartig durch die Mitte. Wenn die Schuld zurückgezahlt wurde, fügte man die beiden Hälften wieder zusammen. Und wenn sie nicht passten, war etwas faul. Die längere Hälfte des Tally Sticks nannte man Stock. Daher rührt auch die Bezeichnung an der Börse Stocks and Bonds oder Stockhalter. Viele Jahrhunderte haben die Unterstützer der goldgedeckten Währung versucht, die Stellung der Tally Sticks herunterzuspielen, als eine relativ unwichtige Form von Fiat-Geld, das nicht durch Gold oder Silber gedeckt war. Einige Autoren behaupten sogar, Tally Sticks wären kein richtiges Geldsystem gewesen, denn sie wären nur für sehr große Transaktionen benutzt worden. Das stimmt so einfach nicht. War das die normale Größe eines durchschnittlichen Tally Sticks? Im Mittelalter war die typische Größe eines Tally Sticks in etwa die Länge zwischen der Daumenspitze und dem Mittelfinger, also relativ kurz. Wenn Sie darüber nachdenken, dieser hier ist sehr groß, 6000 Pfund. Das war eine riesige Summe von Geld. Also je größer der Abstand, desto mehr wert. Ja, aber es war ein genormter Abstand. Es war ein Inch oder ein halbes Inch. Ich denke, ein halber Inch waren 100. Ein Viertel Inch war für Zehner und dann wurden es kleine Linien quer hineingeritzt mit einem Messer. Es ist also klar, Tally Sticks wurden auch für kleine Mengen an Geld benutzt. Und es hat gut funktioniert als effektiv schuldfreies Geldsystem für über 726 Jahre. Ohne die zerstörerische Gewalt eines Schuldgeldsystems wuchs England zur größten Macht auf Erden für viele Jahrhunderte. An ihrem Höhepunkt hat man festgestellt, dass 95% des englischen Geldes in Form von Tally Sticks existierten. Vergleichen Sie das mit heute, wo das einzig schuldfrei von der Regierung geschöpfte Geld in Form von Münzen existiert, etwa 3% des englischen Geldes und wesentlich weniger in Amerika. Nachdem er die Geldschöpfungsgewalt durch die Tally Sticks demokratisiert hatte, begann König Henry nun auch damit, die politische Macht zu dezentralisieren. Henry garantierte etwas, das er die Charta der Freiheiten nannte. Freiwillig legte er fest, seine Machtbefugnisse unter ein Gesetz zu stellen. Bis dahin hatten Könige unbegrenzte Machtbefugnisse beansprucht.
Diesem Beispiel folgte man 1215, als man die Magna Carta schrieb, die zur Basis der US-Verfassung wurde. Es entwickelte sich eine neue Klasse, die Mittelklasse. Wirtschaftswege wuchsen und an ihren Rändern entstanden Städte und Dörfer. Diese neue Klasse brauchte Stabilität. Darum unterstützen sie den König, seine starke Zentralregierung und die Regeln der Gesetze. 1265 wurde die erste parlamentarische Wahl durchgeführt. Die erste Regierung durch das Volk in England war geboren. Durch das Geld, das in den Mittelstand strömte, vergleichbar mit den kleinen Geschäftsleuten von heute, begann der Feudalismus in sich zusammenzubrechen. Die englische Renaissance war geboren. Im 16. Jahrhundert wurde dann die Sklaverei per Gesetz verboten. Die Menschheit wurde zumindest innerhalb England zum ersten Mal frei. Für die Literatur begann eine Hochzeit. Jetzt gab es Geld, um große künstlerische Werke wie etwa Shakespeare zu ermöglichen. Die Nation war befreit durch ein schuldlos geschöpftes Geld. Zugegeben, das Leben im Mittelalter war sicher nicht leicht nach heutiger Bewertung. Jedoch als das Taylor-Stick-System zerstört wurde und die Nation sich bei den Banken verschulden mussten, wurden die Dinge wieder schlechter. Nach 600 Jahren gelang es den Geldwechslern am Ende nun wieder zu beginnen, die Kontrolle über das englische Geld zu erlangen, indem sie das Parlament überredeten, die Bank von England zu gründen. Dieser Entschluss brachte den Bankensektor wieder in die Lage, die Geldmenge im Land zu manipulieren. Jetzt ließ sich England sein Geld wieder von privaten Bankern und zahlte Zinsen dafür, anstatt dass die Regierung ihr eigenes Geld herausgab, schuld- und zinsfrei. In England haben wir nun gelernt, dass sie mit simplen Holzstäben das Monopol des Goldgeldes brechen konnten. Dieses schuldlose Geldsystem funktionierte über 700 Jahre und erlaubte es einer kleinen Inselnation, ihren Weg zu bestimmen und die Freiheit tief in einer starken Mittelschicht zu wurzeln. Mit den Goldschmieden, nun wieder in Kontrolle, begann England seine Kriege mit geliehenem Geld von den Banken zu finanzieren. Nur 75 Jahre später verschlang Englands Kriegsschuld 75% ihres Haushaltes. 3/4 der britischen Steuern wurden alleine zur Tilgung der Zinsen auf ihre Kriegsanleihen benutzt. Ein Nebeneffekt dieser Entwicklung war es, dass England mehr und mehr Geld und Steuern aus all ihren Kolonien pressen musste, um diese neue Schuldenlast zu bedienen, und Amerika wurde da nicht ausgenommen. Amerika vor der Revolution war immer noch recht arm, es gab eine ernsthafte Knappheit an Edelmetallmünzen, um damit Handel zu treiben. Das zwang die Kolonisten zu experimentieren und ihr eigenes Papiergeld zu drucken. Dieses Papiergeld nannten sie den Colonial Script. Colonial Script war ein bedrohliches Konzept für die Banker. Es erlaubte den Kolonien, sich von den privaten Zentralbanken loszureißen. Geld musste nach ihrem Vorstellen von Banken geschaffen werden und gegen Zinsen der Regierung verliehen werden. Hier ist, was Franklin dazu sagte: In den Kolonien schöpfen wir unser eigenes Geld. Es nennt sich Colonial Script. Wir kontrollieren die Geldschöpfungsgewalt und wir haben kein Interesse an irgendjemanden zu bezahlen. 1764 verabschiedete das britische Parlament das Währungsgesetz. Wiederum befahl es allen Amerikanern, ihre Steuern in Gold- oder Silbermünzen zu bezahlen. Für die unter euch, die glauben, dass eine Rückkehr zum Goldstandard die Antwort wäre für die derzeitigen Probleme Amerikas Geldsystems, schaut nach, was mit Amerika passierte, nachdem das Währungsgesetz 1764 verabschiedet wurde. Hier Franklins Worte: Innerhalb eines Jahres haben sich die Verhältnisse so gedreht, dass die Ära des Wohlstandes vorbei war und eine Depression sich ausbreitete, zu so einem Ausmaß, dass die Straßen der Kolonie gefüllt waren mit Arbeitslosen. Für Ben Franklin war die Rückkehr zu diesem Goldgeldsystem die Grundursache für die amerikanische Revolution. Die Kolonien hätten ohne Murren die Steuern auf Tee und andere Güter hingenommen, hätten die Briten nicht der Kolonie ihr eigenes Geld weggenommen, wodurch Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit geschaffen wurde. Die Amerikaner waren wütend und taten alles, was sie konnten, um das britische Goldgeldsystem zu umgehen. 1765 erließ das Parlament das Markengesetz, das bestimmte, dass jedes Produkt, das gehandelt wurde, eine Marke tragen müsste als Nachweis, dass darauf Steuern in Gold bezahlt worden sind. Das war es, was Amerika zur offenen Revolte trieb. Verstehen Sie, was das bedeutet? Ohne Gold konnte man buchstäblich nichts kaufen oder verkaufen. Warum? Weil es den Briten gelungen war, die Kolonisten zu zwingen, für alles nur mit wertvollem Metall zu bezahlen. Dies ist nun per Definition, was das Wort Plutokratie bedeutet: beherrscht durch die Reichen.
Die Leute, die einen Gold- oder Silberstandard wollen, haben keine Minute investiert, um tatsächlich nachzuforschen, wie Gold- und Silberhandel sich in der Geschichte ausgewirkt hat im realen Leben. Der einzige Weg, wie sie diese Goldtheorie unterstützen können, ist, dass sie es wie eine Religion behandeln und sagen, wir müssen das nicht verstehen, wir wissen einfach, dies ist Gottes Geld und es funktioniert. Und das ist einfach nicht wahr. Bei Ausbruch der Revolution im April 1775 begann die Kolonie, ein neues Papiergeld zu drucken, um den Krieg zu finanzieren. Sie nannten es Kontinentalwährung, weil anders als die Colonial Scripts wurden sie von der neu gegründeten Zentralregierung herausgegeben. Die Continentals waren sehr gut am Anfang, bis die Briten begannen, massiv Falschgeld in den Umlauf zu bringen. Am Ende des Krieges war dann die Währung absolut wertlos. George Washington sagte, eine Wagenladung Geld konnte eine Wagenladung Vorhersehungen kaufen. Vorher hatte der Kolonialscript funktioniert, denn es wurde gerade genug Geld gedruckt, um den Handel zu ermöglichen, und Fälschungen gab es nur sehr wenig. In anderen Worten, die Geldmenge gerät außer Kontrolle von der Regierung, die es herausgab. Goldanhänger heutzutage versuchen zu behaupten, weil Papiergeld nicht funktionierte während der Revolution, sollte es auch heute nicht benutzt werden. Aber erinnern Sie sich, es kommt nicht darauf an, was Ihr Geld abdeckt, alles was zählt ist, wer kontrolliert die Menge. Werden es Ihre gewählten Vertreter sein oder werden es irgendwelche nicht gewählten Banker sein? Koloniales Papiergeld hat so gut funktioniert, dass die Bank von England das Parlament für ungesetzlich erklärte und zwang Amerika ausschließlich Gold als Geld zu benutzen. Gold, das sie kontrollierten. Auf unserem nächsten Halt auf der gelben Pflastersteinstraße, das das Banker-Goldgeldsystem symbolisiert, werden wir sehen, wie der Fluch einer privat gesteuerten Zentralbank zum ersten Mal nach Amerika kam. 1781, am Ende des Krieges, traf sich der Kontinentale Kongress hier in Philadelphia. Sie diskutieren, was sie tun könnten mit ihren gravierenden finanziellen Situationen. Das Geld war so wertlos, dass die Leute ihre Wände damit tapezierten. Der Kongress kam überein, einer Gruppe Banker das Monopol zu übergeben, das Geld herauszugeben, dadurch, dass sie es der Regierung verliehen. Es war die erste Zentralbank im Privatbesitz. Der Aufbau war der Bank von England nachempfunden. Die neue Bank nannte sich Bank von Nordamerika. Es wird die erste von sehr kontrovers gesehenen Zentralbanken im Privatbesitz in Amerika, die der Kongress zunächst genehmigt und dann im Angesicht der öffentlichen Empörung wieder schließen würde, über die Jahre hinweg. 4 Jahre später, 1785, hatte der Wert der Währung sich nahezu verloren, die Inflation war auswuchernd, die Preise stiegen um 72%. Nach einem harten Kampf schaffte der Kongress diese erste Zentralbank im Privatbesitz wieder ab. 2 Jahre später, als die Zeit kommen sollte, die Verfassung zu schreiben, 1787, hatten viele der Delegierten vergessen, wie gut das amerikanische Kolonialgeld, das durch die Regierung herausgegeben wurde, in Pennsylvania funktionierte. Sie waren immer noch unter dem Eindruck der Inflation der Bank von Amerika und der Hyperinflation während der Revolution, die hauptsächlich verursacht war durch britisches Falschgeld. Seltsamerweise erlaubt es die Verfassung der Regierung, Geld zu leihen, aber sagt nichts über die Rolle der Regierung, wenn es um das Drucken von Geld geht, gekannt im Sprachgebrauch dieser Zeit als Emittieren von Kreditscheinen. Dieser Fehler in der Verfassung ist eine der Wurzeln aller unserer wirtschaftlichen Probleme von heute. 2 Jahre nachdem die Verfassung unterschrieben war, versuchte man schuldfreies Geld in Schweden, aber mit tragischen Resultaten. Um einen Krieg mit Russland durchzuführen, hatte König Gustav III. Das Parlament überredet, schuldfreies Geld zu drucken, genannt Riksgalds. Das war sehr teuer für die Banker. Schweden hatte das Geheimnis erkannt, ihr eigenes Geld zu drucken ohne Schuld. 1792, nur 3 Jahre in dem Experiment, wurde König Gustav ermordet durch den Geldverleiher Jakob Johann Angstrom. Wie es immer wieder passiert, in Kriegszeiten wurden leider zu viele Riksgalds gedruckt. Die Geldmenge war nicht mehr unter Kontrolle. Eine Nation wird alles opfern, um zu überleben in Kriegszeiten. Deshalb hat Inflation das Experiment des schuldfreien Geldsystems 1834 ruiniert. Genau wie es Jahre zuvor in Amerika passierte, während der Revolution, denn die Menge war außer Kontrolle geraten. Ein Fehler, den die Verfassung nicht macht, ist zum Bestimmen, dass der Kongress all seine Schuld mit Gold zu zahlen hätte. Denn dann wären wir in demselben System gelandet, das die Revolution ausgelöst hat.
Sie hatten es für die Bundesstaaten vorgesehen, aber es wurde nie durchgesetzt. Alles, was die Verfassung tun müsste, ist zu bestimmen, dass nur der Kongress Geld herausgeben darf, nicht als Schuld. Gerade so, wie die meisten Leute glauben, dass es ist. Diese Schwäche in der Verfassung hat die Tür weit offen gelassen für die Banker, um ein Gesetz durch den Kongress zu peitschen, 1791, 4 Jahre nachdem die Verfassung unterzeichnet war, um wieder einmal die Geldschöpfung des nationalen Geldes an private Banker zu übergeben. Wie alle Zentralbanken im Privatbesitz würde auch diese einen Namen bekommen, der die Leute täuschen sollte, um den Eindruck zu erwecken, sie wäre ein Teil der Regierung. Doch das ist sie nicht. Sie nannten es die erste Bank der Vereinigten Staaten. Dies hier ist das Originalgebäude hier in Philadelphia. Nach einer harten Debatte garantierte der Kongress der neuen Bank eine 20-jährige Genehmigung für dieses private Monopol. Wieder einmal würde das Geld der Nation aus dünner Luft geschaffen durch die neue Bank und der Regierung und privaten Personen geliehen werden als Schuld mit Zinsen, genau wie unsere Geldversorgung auch heute geschaffen wird. Wenn also 100 Millionen Dollar in der Wirtschaft sind, werden auch gleichzeitig 100 Millionen Dollar Schuld da sein. Schulden, für die die Bürger und ihre Kinder Zinsen zu bezahlen haben, durch ihre Steuern. Genauso sieht es heute auch aus. Die nationale Schuld ist ungefähr genauso groß wie die nationale Geldmenge. Wie der Secretary of State Jefferson traurig und frustriert das Leihen von Geld sah, unfähig es aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre möglich, der Verfassung einen einzigen Artikel zuzufügen, um der Regierung die Macht wegzunehmen, Geld zu leihen. Obwohl Jefferson zweimal als Präsident diente, von 1801 bis 1809, geschah nichts, bis die Verlängerung der Bankgenehmigung erneut auf dem Tisch lag, 1811. Die Presse griff die Bank offen an und nannte sie einen Riesenschwindel. Einige Autoren sagten sogar, dass der Kopf der Bank von England drohte. Wenn die Bankgenehmigung nicht verlängert würde, würde sich die USA in einem desaströsen Krieg wiederfinden. Nach einer weiteren harten Debatte wurde das Erneuerungsgesetz für die Bank mit einer einzigen Stimme Unterschied abgelehnt. Innerhalb von 5 Monaten war der Krieg von 1812 da. 1813 schrieb Jefferson an seinen Stiefsohn folgende Zeilen: Obwohl wir so dumm waren, uns die Macht, unser eigenes Geld herauszugeben, von privaten Personen klauen zu lassen, denke ich, wir konnten sie wiederherstellen. Die Bundesstaaten sollten gebeten werden, die Gewalt, Papiergeld zu schöpfen, für immer dem Kongress zu übergeben. Jefferson hat's kapiert. Kongress und nur der Kongress sollte das Recht haben, das amerikanische Papiergeld herauszugeben und ohne Zinsen für niemanden. 1814 attackierten die Briten erfolgreich Washington und brannten das Weiße Haus und das Kapitol nieder. Nach den Schlussfolgerungen des Krieges von 1812, gleich im nächsten Jahr, waren die Banker wieder da, um den Kongress zu überreden, ihre für sie so wertvolle Zentralbank im Privatbesitz wiederherzustellen. Jefferson brach aus in einem Brief an den damaligen Sekretär der Schatzkammer, Gallatin. Dem Sekretär der Schatzkammer fehlt es an Vertrauen in das Land, die sich selbst mit gebundenen Händen und Füßen übergaben an bankrotte Banker, die vollmundig vorgaben, Geld zu besitzen, die sie doch zu jedem Zeitpunkt stürzen lassen hätten können. Doch trotz Jeffersons Protest erließ 1816 der Kongress die Genehmigung für 20 Jahre einer neuen Zentralbank im Privatbesitz, die zweite Bank der Vereinigten Staaten. Wieder einmal übernahm das englische Schuldgeldsystem die Kontrolle über Amerika. Es war fast so, als hätte die Revolution nie stattgefunden. Aber dann rannten die Banker Kopf voraus in den alten Andrew Jackson. 1828 nominierten Gegner der Bank Senator Andrew Jackson aus Tennessee, der Held der finalen Schlacht 1812, zum Präsidentschaftskandidaten. Die Banken gaben Millionen aus, um Jackson zu schlagen, aber es wirkte nicht mehr. Die Amerikaner waren der Zentralbank im Privatbesitz überdrüssig geworden und sie wollten sie weghaben. Jackson wurde in das Amt gespült. 1832, als Jacksons Wiederwahl anstand, versuchten die Banker, ihre Genehmigung frühzeitig verlängert zu bekommen, in der Hoffnung, Jackson würde einen Kampf und eine Kontroverse mit den Bankern vor der Wahl nicht haben wollen. Sie irrten sich. Obwohl der Kongress das Erneuerungsgesetz für die Bank verabschiedete, verweigerte Jackson die Unterschrift und legte Veto ein. Seine Vetonachricht zog einen Strich zwischen die Bank und ihren Meistern in der Bank von England.
Es ist leicht festzustellen, dass großes Übel für unser Land und seine Institutionen von so einer Machtkonzentration in den Händen weniger, die unverantwortlich gegenüber dem Volk sind, ausgehen könnte. Sie kontrollieren unsere Währung, empfangen unsere öffentlichen Gelder und halten Tausende von unseren Bürgern in Abhängigkeit. Dies wäre furchtbarer und gefährlicher als die militärische Gewalt eines Feindes. Nicholas Biddle war der Kopf der zweiten Bank der Vereinigten Staaten. Er war gepriesen über seine Finanzmacht, die über die Nation hatte. Er drohte sogar, eine Depression hervorzurufen, wenn Jacksons Veto nicht überwunden würde. Nichts außer weit verbreitetes Leid wird irgendeinen Effekt auf den Kongress haben. Unsere einzige Sicherheit ist es, einen standhaften Kurs monetärer Politik der Einengung zu verfolgen. Ich habe keine Zweifel, dass so ein Kurs am Ende zur Wiederherstellung der Währung und die Erneuerung der Bankgenehmigung führen wird. Biddle machte seine Drohung wahr. Amerika wurde sehr schnell in eine tiefe Depression versetzt. Hausbesitz wurde versteigert für Pfennigbeträge. Jackson reagierte energisch. Ihr seid eine Schlangenbrut. Es ist mein Ziel, euch zu vernichten. Und bei dem ewigen Gott, ich werde euch vernichten. Die Zeitungen der Nation stellten sich auf die Seite von Jackson und die Bankgenehmigung wurde nicht verlängert. Jackson setzte sich nun daran, die nationale Schuld abzubezahlen. Eine Schuld, die entstanden ist, weil man das Geld der Nation in die Existenz geliehen hatte. Jackson war der einzige Präsident, der je die nationale Schuld zurückbezahlte. Ein paar Wochen später versuchte ein Profikiller, Jackson zu erschießen. Er steckte ihm zwei Pistolen in den Bauch, doch beide versagten. Jackson warnte salomonisch die Nation, vor allen zukünftigen Versuchen, eine Zentralbank im Privatbesitz je wieder zu genehmigen. Der freche Versuch der Banken, die Regierung zu kontrollieren, das Elend, das sie willentlich produziert haben, ist nur eine Vorwarnung, was Amerika blüht. Sollten sie sich je wieder blenden lassen zu einer Fortführung dieser oder der Etablierung einer ähnlichen Institution? Jackson ging durch einen mehrjährigen Krieg mit der Zweiten Bank von Amerika und er gewann ihn am Ende. Er glaubte, dass die Banker dieser Zeit sehr zerstörerisch waren für das Allgemeinwohl in den Vereinigten Staaten. Ihre Politik war im Wesentlichen, Inflation herbeizuführen, in vielen Bereichen vom Besitz und dann Deflation zu verursachen und jeden auszulöschen, der Schulden hatte. Es ist ein Muster, das sich wiederholte über die Geschichte hinweg. Nach dem Revolutionskrieg sandte Briten einige ihrer Banker hierher, um den Kongress zu überreden, uns auf einen Ein-Metall-Standard zu setzen. Natürlich mit derselben Zielsetzung, denn sie kontrollierten das Gold. Wenn du die Menge von Geld kontrollierst, dann interessiert alles andere nicht. Es kann dir egal sein. Du kannst Depression, Inflation, Deflation je nach deinem Willen erzeugen, etwa für deinen eigenen politischen, monetären Profit. Wenn du Menschen billigen Kredit geben kannst, den sie sich eigentlich nicht leisten können, die menschliche Natur ist es nun mal, sie nehmen, was du ihnen kostenlos gibst, okay? Egal, ob es sie am Ende zerstört oder nicht. Deshalb können sie diese Boom- und Bust-Kreisläufe erzeugen, das am Ende den Besitz und das Vermögen der Leute entreißen wird. Jackson hat uns aus der Schuld befreit, aber 25 Jahre später würde Abraham Lincoln noch weitergehen. Er kehrt zurück zu von Regierung ausgegebenen schuldfreien Geld. Er nannte sie Grünrücken, die Inspiration für die smaragdgrüne Stadt von Oz. Die Banker waren immer noch wütend wegen Jacksons Zerstörung der Zweiten Bank der Vereinigten Staaten 25 Jahre zuvor. Von da ab hatte Amerika einen Wirtschaftsboom. Das war ein schlechtes Beispiel für den Rest der Welt. Amerika musste gestoppt werden. Also erarbeiteten sie einen Plan, die reiche neue Nation zu teilen. Teile und herrsche durch Krieg. Wie der Kanzler von Deutschland Otto von Bismarck 1876 sagte, ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass die Zerteilung der Vereinigten Staaten in zwei gleich starke Vereinigungen lang vor dem Bürgerkrieg durch die Hochfinanzmächte von Europa entschieden wurde. Diese Banken befürchteten, dass wenn die Vereinigten Staaten als ein Block Bestand haben würden und sich als eine Nation entwickelten, sie die absolute wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit erreichen würden, was die Herrschaft der Welt durch Europa untergraben würde. Präsident Jackson sah das auch kommen. In seiner Abschiedsrede am 4. März 1847 warnte er die Nation. Sind bereits Pläne entworfen, die Einheit zu zerstören in der Union? Die große und glorreiche Republik würde bald zerbrechen in eine Menge belangloser Staaten, ohne Wirtschaft, ohne Kredit, beladen mit Steuern, um Armeen zu bezahlen, zertrampelt durch die Nationen von Europa.
Die Banker dachten, egal was herauskommt, ein Krieg zwischen dem Norden und dem Süden des Landes würde Amerika finanziell so überstrapazieren, dass die gesamte westliche Hemisphäre wieder offen wäre zur Kolonisation. Direkt im Weg stand der neu gewählte Präsident Abraham Lincoln. Lincoln entkam Mördern in Baltimore im Februar 1861 auf seinem Weg zur Vereidigung in Washington am 4. März. Ein Monat später würden die ersten Schüsse abgefeuert in Fort Sumter in South Carolina, nachdem 7 Bundesstaaten sich von der Union lossagten. Bald darauf überfielen Frankreich Mexiko an der Südgrenze der USA. Großbritannien brachte 11.000 Truppen nach Kanada und positionierte sie entlang der amerikanisch-nördlichen Grenze. Die zwei europäischen Langzeitfeinde der USA standen bereit, um über die Reste zu kämpfen, die ihre Zentralbanker aus dem amerikanischen Experiment der Freiheiten machen würden. Lincoln saß fest in einer klassischen Doppelpart-Situation. Egal, was er auch tat, er wurde in einen Krieg gezwungen durch die verborgene Hand der Finanzmacht hinter dem Vorhang. Der Zustand der Union quält ihn. Er fühlte, es wäre nur durch die Stärke der Einheit der Union möglich, dass die Finanzmacht von Europa in Kontrolle gehalten werden könnte. 1861 fragte er nach den notwendigen Krediten für den Krieg bei den Bankern, von denen er dachte, sie wären patriotische Amerikaner. Doch sie sahen ihn kommen und wussten, dass der Plan war, die Nation zu spalten, zu zerschlagen. Es gab also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Lincolns Regierung nicht in der Lage wäre, zurückzahlen zu können. Konsequenterweise forderten sie Zinsen von 36%. Lincoln kehrte deprimiert nach Washington zurück. Doch dann kam Lincoln heraus mit seiner brillantesten Idee seiner Präsidentschaft. Er entschied, zu Amerikas kolonialen monetären Wurzeln zurückzukehren. Lass die Regierung ihr eigenes Geld herausgeben. Das ist exakt, was Lincoln getan hat. Von 1862 bis 1865 ließ er 415 Millionen Dollar drucken von den neuen Scheinen, die er US-Noten nannte. Um sie vom Schuldgeld unterscheiden zu können, ließ er die Rückseite grün mit einem roten Siegel vorne drucken. Daher nannte man sie Greenbacks. Da der Kongress die Noten als legales Zahlungsmittel für alle Schulden deklarierte, war Lincoln nun befähigt, seine Truppen zu bezahlen und das nötige Material zu finanzieren. Alles Geschäft, ohne dass Zinsen für die Regierung fällig wurden. Wie MIT-Professor Dr. Davis Rich Dewey 40 Jahre später in seinem Werk Finanzgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika schreiben würde. Die eigentliche Idee der Greenback-Philosophie ist, dass Herausgeben von Geld eine Regierungsaufgabe ist, ein souveränes Recht, Funktion der Regierung, die nicht an private Kooperationen delegiert werden darf. Am 14. April 1865, 41 Tage nach seiner zweiten Vereidigung und 5 Tage nach Ende des Bürgerkrieges, wurde Lincoln erschossen durch John Walker Spoof in Ford's Theater. Der Kanzler von Deutschland, Otto von Bismarck, sprach über den Tod Abraham Lincolns. Der Tod Lincolns war ein Desaster für die Welt. Es gab keinen Mann groß genug, dass er hätte seine Stiefel tragen können. Ich befürchte, die ausländischen Banker mit ihren verworrenen Tricks werden die totale Kontrolle über die exorbitanten Reichtümer Amerikas erlangen und diese systematisch einsetzen, um die moderne Zivilisation zu korruptieren. Die werden nicht zögern, die ganze Welt in Krieg und Chaos zu stürzen, nur damit die ganze Erde ihr Erbe würde. 10 Jahre nach der Ermordung Lincolns entkam Bismarck selbst nur knapp einem Attentat im Jahre 1875. Nach dem Tod von Präsident Lincoln begannen die Banker ihre Kontrolle über Amerikas Geld wiederherzustellen. Das war kein einfaches Ziel. Lincolns Greenbacks, genau wie damals Roms großzügige Geldversorgung oder Englands schuldenfreie Tallysticks, waren inzwischen sehr populär geworden. Und ihre Existenz hatte den Geist aus der Flasche entlassen. Die Öffentlichkeit hatte sich an schuldfreies Geld gewöhnt. Populäre Lieder sangen Lobpreisungen über den Greenback. Am 12. April 1866 erließ der Kongress das Kontraktionsgesetz, das den Sekretär der Schatzkammer autorisierte, die Greenbacks aus dem Umlauf zu ziehen und die Geldmenge zu reduzieren. Die Autoren Ted Thorne und Richard Warner erklärten das Ergebnis der Geldkontraktion in ihrem Buch zu dem Thema Die Wahrheit im Geldbuch.
Die harten Zeiten, die nach dem Bürgerkrieg kamen, hätten vermieden werden können, wenn die Greenback-Gesetze in Kraft geblieben wären, so wie Lincoln es vorsah. Stattdessen gab es eine Serie von Geldpaniken, die wir Rezessionen nennen, die wiederum den Kongress unter Druck setzten, Gesetze zu erlassen, die das Bankensystem unter zentralisierte Kontrolle stellten. 1866 gab es 1,8 Milliarden Dollar an Währung im Umlauf in Amerika. Das waren etwa $50,46 pro Kopf. 1867 allein, in diesem Jahr wurden der Geldmenge 500 Millionen Dollar entzogen. 10 Jahre später, 1877, war dann die Geldmenge von Amerika auf 600 Millionen Dollar gesenkt worden. Mit anderen Worten, 2/3 des Geldes wurden durch die Banken dem Markt entzogen. Unglaubliche $14,67 pro Kopf waren nur noch im Umlauf. Was ist so wichtig daran, wie die Geldmenge reduziert wurde? Weil das der wirkliche Grund für Depression ist. Bewusste willentliche Manipulation der Geldmenge durch die Banker, damit sie kriegen, was sie wollen, auf der politischen Ebene. Genau die Sache, die König Henry beenden wollte, als er die Tellistics erfand um 1100 nach Christi. 10 Jahre später war die Geldmenge noch weiter reduziert worden, auf nur noch 400 Millionen Dollar. Obwohl die Bevölkerung wuchs, das führte zu der unglaublichen Zahl von $6,67 pro Kopf im Umlauf. Das ist ein 84-prozentiger Abstieg in nur 20 Jahren. Die Menschen litten entsetzlich unter einer langgezogenen, schweren Depression. Lasst uns nun diese Prozentfiguren ins Bild setzen mit heute. Am 28. Januar 2009 trafen sich die Führer der finanziellen und wirtschaftlichen Welt in Davos in der Schweiz bei dem jährlichen Weltökonomischen Forum, das sie optimistisch betitelten Formen der Welt nach der Krise, so als hätte schon irgendjemand das Problem behoben. Laut Reuters, dem weltgrößten Nachrichtennetzwerk, wurde die weltweite Geldmenge nahezu halbiert in den letzten 15 Monaten. 40% des Weltvermögens wurden in den letzten 5 Quartalen vernichtet. Es ist eine fast nicht zu begreifende Zahl. Wie passt das jetzt zur großen Depression der 30er Jahre? Nobelpreisgewinner und Ökonomist Milton Friedman sagte es so in seinem 1969 gegebenen Interview im National Public Radio. Die Federal Reserve Bank hat definitiv die große Depression verursacht, dadurch, dass sie die Geldmenge um 1/3 reduzierte im Zeitraum von 1929 bis 1933. Mit anderen Worten, im Januar 2009 wurde die Geldmenge der ganzen Welt mehr reduziert als damals, wodurch die große Depression verursacht wurde, im Amerika der 30er Jahre. Manche glauben, die Wirtschaftskrise, die 2008 begann, ist nach wie vor komplett manipuliert durch die großen Banker. Aber es ist sogar mehr wahrscheinlich, dass ihr Schuldgeldsystem nun endlich sogar ihnen selbst aus den Händen geglitten ist. 2008 und 2009 haben Nationen nie gesehene Geldmengen in das System gepumpt, um den Kollaps zu verhindern. Es wird wohl mindestens zu unberechenbarer Inflation kommen. Nach Lincolns Tod begannen die großen Banker Amerika zurückzuführen auf ihre gelbe Pflastersteinstraße zur finanziellen Versklavung. Aber zuerst mussten sie die silbernen Schuhe loswerden. Doch die Banker waren noch nicht fertig damit, Amerika nach dem Bürgerkrieg weiter in die Knie zu zwingen. Sie wollten alles Silbergeld aus dem Umlauf nehmen und Gold zum einzigen Geld erklären. 1872 wurde einem britischen Banker mit dem Namen Ernest Said durch die Bank von England 100.000 Pfund gegeben, nach heutigem Wert 5 Millionen Dollar, um die nötigen Kongressmänner zu kaufen, damit sie Silber als Zahlungsmittel ungültig machten, um die Geldmenge so weiter zu verringern. Die Banken von England wollten die Kontrolle über das amerikanische Geldsystem. Und was für einen besseren Weg gäbe es als ein nur Goldgeldsystem? Im darauffolgenden Jahr 1873 erließ der Kongress das Münzgesetz und das Herstellen von Silbermünzen stoppte abrupt. Die Zeitungen nannten es das Verbrechen von 73. Jeder wusste davon und die amerikanische Bevölkerung hasste es. Das Silber aus dem Umlauf zu nehmen, hatte die Geldmenge nun noch mehr verringert. Es brachte die Banker, die ja die Hauptbesitzer von Gold waren, in noch größere Kontrolle über Amerika. Es war ein echtes Puzzle für die meisten Wirtschaftshistoriker, diese Obsession, die Menge von Geld so strikt zu limitieren.
Es erschien nicht zusammenzupassen mit der wachsenden Wirtschaft. Die hatten diese schnell wachsende Wirtschaft und zunehmende Zuwanderung, die das noch verstärkte. Es kamen neue Industrien und auch neue Technologien. Und jetzt hast du diese streng limitierte Geldmenge, die es mehr und mehr erschwerte für Leute zu konsumieren oder zu kaufen und auch andere wirtschaftliche Aktivitäten zu realisieren. 1873 war L. Frank Baum nur 17 Jahre alt, aber er publizierte bereits eine eigene lokale Zeitung in seiner Heimatstadt Chittenango, New York. 1877 war die Nation in einem Aufruhr über das verhasste Verbrechen von 1873. Unruhen brachen aus von Pittsburgh bis nach Chicago. Die Fackeln von hungernden Vandalen erleuchteten den Himmel. Die Banker rotteten sich zusammen und überlegten ihren nächsten Schritt. Sie entschieden, hart zu bleiben. Bei dem 1877er Treffen der American Banker Association, ABA, bedrängten sie ihre Mitglieder, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Idee einer Rückkehr zum Greenback zu unterdrücken. Der ABA-Sekretär James Buell schrieb einen Brief an die Mitglieder, der offen forderte, nicht nur den Kongress abzulenken, sondern auch die Presse. Es ist ratsam, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, folgende beliebte, täglich oder wöchentlich erscheinende Zeitungen zu unterstützen, insbesondere landwirtschaftliche und religiöse Presse, die die Greenback-Papiergeld-Idee ablehnen. Um das Gesetz abzuschaffen, dass Banknoten erstellt werden oder die Zirkulation von der Regierung herausgegebenen Geldes. Denn das würde die Leute mit Geld versorgen. Das würde unser Geschäft und individuellen Profit als Banker und Verleiher ernsthaft gefährden. Suchen Sie sofort Ihren Kongressmann auf und heuern Sie ihn an, sich für unsere Interessen einzusetzen, sodass wir, wo es möglich ist, die Gesetzgebung kontrollieren können. Politische Parteien, die eine Rückkehr zum Greenback forderten, entstanden und kandidierten für den Kongress und die Präsidentschaft. Während der 1878er Wahl wurden 21 Unabhängige in den Kongress gespült, die meisten von ihnen Greenbacker. 2 Jahre später, 1880, wählte die amerikanische Bevölkerung General James Garfield zum Präsidenten. Garfield verstand, wie die Wirtschaft manipuliert wurde. Als Kongressmann war er Chairman der Angemessenheitskommission, außerdem Mitglied des Banken- und Währungskomitees. Garfield verstand die Fähigkeit der Superreichen, Goldgeld zu manipulieren. Er untersuchte die Ursache des Schwarzen Freitags, Goldskandals von 1869, als Finanzier Jay Gould und andere den Goldmarkt in die Ecke drängten und dadurch wilde Fluktuationen im Goldpreis verursacht hatten. Dies ist ein Foto der Originaltafel aus dem New Yorker Goldhandelsraum dieses Tages, das Garfield als Beweisstück während einer Untersuchung des Kongresses im darauffolgenden Jahr vorlegte. Das hier ist Garfields handschriftliche Notiz. Nach seiner Vereidigung beschimpfte er die Geldwechsler öffentlich 1881. Wer immer die Geldmenge in einem Land kontrolliert, ist absoluter Herr aller Industrie und des Handels. Wenn Sie zu verstehen beginnen, dass dieses ganze System sehr einfach zu kontrollieren ist, in die eine oder auch andere Richtung durch einige wenige mächtige Leute an der Spitze, wird man Ihnen nicht mehr erklären müssen, woher Perioden der Inflation und der Depression kamen. Garfield hatte verstanden. Vielleicht war es nur ein Zufall, aber innerhalb von wenigen Wochen nach dieser Aussage vom 2. Januar 1881 wurde Präsident Garfield ermordet. Nach Garfields Ermordung verschlimmerte sich die Depression und überließ die Arbeitslosen der Armut und dem Hunger. Produkte ließ man auf dem Felde verrotten. Die Nation erlebte Armut mitten im Überfluss, weil nicht genügend Geld im Umlauf war, um die Räder des Handels am Laufen zu halten. Die leidgeprüfte Nation brauchte die Art Liquidität, wie Lincoln und die Greenbacker sie empfohlen hatten. Aber die Banker bestanden darauf, dass wenn man der Regierung erlauben würde, ihr eigenes Geld zu drucken, dann wäre das gefährlich inflationär. Das war ihr Argument, aber die Kritiker nannten es Schwindelei. Die großen Banker hatten nun wieder die totale Kontrolle über die Geldmenge, dadurch, dass sie die letzte Konkurrenz zur gelben Pflastersteinstraße zerstörten. Jetzt mussten sie aushalten gegen den steigenden Zorn der amerikanischen Bevölkerung. ...1888 zog L. Frank Baum und seine Familie nach Aberdeen im Dakota-Gebiet und eröffnete dort einen Laden.
Baum sympathisierte mit den Landwirten der Region, die hart getroffen waren durch die Kombination von Geldknappheit und einer schweren Trockenzeit. Leider verschuldete er sich so sehr, dass die Bank den Laden bekam. 1890, im Alter von 34, startet Baum eine lokale Zeitung. Es war ein Wahljahr und Politik war ein heißes Thema im Mittleren Westen. Die Kongresswahl von 1890 war ein erdrutschartiger Sieg für die Demokratische Partei. Nur 300 Kilometer südlich von Aberdeen, Süddakota, im Omaha, Nebraska, war einer der neu gewählten Kongressmänner William Jennings Bryan, der Mann, der bekannt werden sollte als der Löwe der Befreit-Silber-Bewegung. Ein paar Jahre später würde L. Frank Baum die Karriere von Bryan genau verfolgen und sogar die Figur des feigen Löwen kreieren, um seine politische Karriere zu symbolisieren. Das Jahr 1890 brachte keine wirtschaftliche Verbesserung im Dakota-Gebiet. Darum versagte Baums Zeitung am Ende dieses Jahres. 1891 zog Baum seine Familie nach Chicago um, wo er Arbeit annahm bei der Chicago Abend Post. Während sich auf der nationalen Seite die Banker daran machten, mehr Einschränkungen der Geldmenge loszutreten. Ihre Methoden und Zielsetzungen wurden mit schockierender Klarheit formuliert in einem Memo der American Banker Association, ABA, 1891. Achten Sie darauf, dass dieses Memo die Banker auffordert, eine Depression hervorzurufen an einem bestimmten Tag, 3 Jahre in der Zukunft. Hier ist der Originaltext. Achten Sie auf die verräterische Referenz zu England, Heimat der Mutterbank. Am 1. September 1894 werden wir unsere Kredite unter keinen Umständen verlängern. Am 1. September werden wir unser Geld einfordern. Wir werden zwangsvollstrecken und Besitzer der Hypotheken werden. Wir können uns 2/3 aller Farmen westlich des Mississippi und auch Tausende östlich davon aneignen zu unserem selbstbestimmten Preis. Dann werden die Landwirte Pächter werden, so wie in England. Im folgenden Jahr wurde ein Handzettel bekannt als das Panikrundschreiben, herausgegeben durch die America Banker Association und danach in vielen Zeitungen veröffentlicht. Es fordert alle Banker auf, die USA herunterzureißen, um zu helfen, die Geldpanik zu verstärken. Silber, Silberzertifikate und Schatzbriefe, also alles regierungsgeschäfte Geld, muss ausgemustert werden. Zinsbehaftete Nationalbanknoten müssen zum einzig legalen Zahlungsmittel werden. Ihr werdet alle sofort 1/3 eurer Papiernoten aus dem Umlauf nehmen, außerdem die Hälfte aller eurer Darlehens einfordern. Achtet darauf, einen monetären Notstand zu erzeugen unter euren Stammkunden, insbesondere bei einflussreichen Geschäftsleuten. Die Zukunft unseres schuldbasierten Geldsystems hängt von unmittelbarer Aktion ab. Denn es gibt ein wachsendes Gefühl, das Regierungsgeschäfte legale Noten und Silbermünzen favorisiert. Die Depression begann eigentlich 1893 mit dem, was die Historiker heute die Panik von 1893 nennen. Es begann alles, als europäische Investoren verlangten, sie mögen nur mit Gold bezahlt werden, was die Goldreserven der USA ausdünnte. Wieder einmal wurde Amerika von Europäern in ein Nur-Gold-System gezwungen. Das Resultat war vorhersehbar, wie schon zuvor. Eine tiefe Depression setzte sehr schnell ein, als die größten Goldbesitzer in Europa das Leben aus der amerikanischen Wirtschaft pressten. Insgesamt 15.000 Firmen und 500 Banken mussten Bankrott anmelden, die meisten von ihnen im Westen. Die Arbeitslosigkeit stieß durch die Decke um 600%, von 3% auf 18% landesweit 1894. Im Winter von 1894 wurden Tausende von Farmen zwangsvollstreckt. Das Ergebnis: Familien mussten gerade erst gebaute Heime verlassen. Es wird gesagt, das Bild des verlassenen viktorianischen Jagdhauses kam aus dieser Zeit. Diese Depression konnte recht leicht aufrechterhalten werden, mit Amerika unter dem Goldstandard und die Banker Besitzer des meisten Goldes. Da Gold rar ist, ist es die am leichtesten zu manipulierende Anlage. Die Menschen wollten, dass Silbergeld wieder legalisiert wird, damit sie dem Würgegriff der Geldwechsler, den sie durch das Goldgeld hatten, entkommen konnten. Die Menschen wollten Silbergeld wieder eingesetzt haben und Mr. Sets Tat von 1873 rückgängig machen, zu der Zeit bekannt als das Verbrechen von 1873.
Banker und Finanzinstitutionen hatten die Tendenz, gegen eine zum Teil durch Silber gedeckte Währung zu sein. Sie hatten keine Kontrolle über den Abbau und die Produktion von Silber im Westen. Und ohne diese Kontrolle hätten sie natürlich auch nicht die Gesamtkontrolle über die Währung bekommen, die sie wollten. Die Befürworter einer Reform des monetären Systems heutzutage argumentieren, die Lösung für unsere derzeitigen wirtschaftlichen Probleme wäre eine Rückkehr zum Goldstandard. Das würde bedingen, dass unser Geld durch eine gewisse Menge Gold gedeckt sein müsste. Interessanterweise nutzen sie ähnliche Formulierungen, die Banker im späten 19. Jahrhundert auch nutzten. Auch sie nannten goldgedecktes Geld ehrliches Geld und verfassungskonformes Geld. Ich arbeitete für einen Goldhändler eine kurze Zeit und ich saß da in einem Raum mit 40 Leuten, die versuchten, Gold zu verkaufen, den ganzen Tag lang. Jeder von ihnen erzählte seinen Kunden, werdet dieses wertlose Papiergeld los und kauft das gute Geld. Dann kam das Ende des Monats und jeder von ihnen kam ins Büro und wollte das schlechte Geld als Bezahlung. Während die Depression sich vertiefte und die Banker weiterhin den Besitz der zwangsvollstreckten Landwirte aufkauften, stand ein Löwe auf in Nebraska, um zu versuchen, ihren tödlichen Würgegriff gegen die amerikanische Wirtschaft zu brechen. 1896 war ein leidvolles Jahr in der amerikanischen Geschichte. L. Frank Baum lebte nun in Chicago und war sehr interessiert in Politik. Aber um ein Leben für seine Frau und Kinder zu machen, arbeitete er als ein reisender Händler. Wenn er zu Hause war, schrieb er seine ersten Kindergeschichten. Auf der politischen Front war die Präsidentschaftswahl von 1869 von dem explosiven Geldthema bestimmt. Die Landwirte des Westens waren es leid mit den Bankern, die ihr Goldgeld nicht verleihen wollten. Tatsache ist, das meiste Geld, das noch im Umlauf war, waren etwa 300 Millionen von Lincolns Greenbacks. Ein eigentlich unbekannter Kongressmann aus Nebraska, William Jennings Bryan, kandidierte für das Präsidentenamt als Mitglied der Demokratischen Partei und erhielt das freie Silberthema hoch, was die Populärpartei vorher erfolglos versuchte. Bryans Vater war ein Befürworter des Greenbacks. Die Banker von New York wussten über den Zorn Bescheid und versuchten den Parteitag der Demokratischen Partei 1896 zu kontrollieren. Es wurde gesagt, dass ein Artikel, der 1892 in einem Banker-Magazin veröffentlicht worden war, würde nicht nur ihre Bemühungen zeigen, die Politiker zu manipulieren, sondern auch ihre tiefe Verachtung für den normalen amerikanischen Wähler, die sie als die minderwertige soziale Gesellschaftsschicht bezeichneten. Wir müssen vorsichtig vorangehen und jede erreichte Position festigen, weil bereits jetzt der minderwertige soziale Teil der Gesellschaft unbehagliche Zeichen einer Bewegung erkennen lässt. Lasst uns die Gerichte benutzen. Wenn durch das Wirken des Gesetzes die normalen Bürger ihr Zuhause verloren haben werden, werden sie leicht zu kontrollieren sein und leicht zu regieren. Sie sollten nicht fähig sein, der starken Hand der Regierung zu widerstehen, die in Übereinstimmung mit den Führern der Finanzwelt handeln wird. Während Sie sich nun den Rest des Zitates anhören, achten Sie darauf, wie Sie planen, die Leute in andere politisch kontroverse Themen ablenken zu wollen. Wir müssen die Leute beschäftigt halten mit politischen Klassengegensätzen. Deshalb werden wir die Diskussion über Tarife durch die Demokratische Partei anheizen und wir werden das Spotlicht auf die Frage der Sicherheit lenken für die Republikanische Partei. Dadurch, dass wir die Wähler auf diese Weise auseinanderdividieren können, wir sie dahin bringen, ihre Energie darauf zu verschwenden, untereinander zu zanken, über eine Frage, die keinerlei Wichtigkeit für uns hat. Lasst uns zurückkehren zum Parteitag der Demokraten 1896. Die Themen waren erstaunlich gleich. William Jennings Bryan repräsentierte die personifizierte Wut aller Demokraten gegen das Gold-Geld-System. Auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago 1896 hielt Bryan eine emotionale Rede mit dem Titel Dornenkrone und Kreuz aus Gold. Bryans Rede war so kraftvoll, dass sie ihn von relativer Unbekanntheit emporstiegen ließ zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat im 5. Ballot im zarten Alter von 36. Erstaunlicherweise haben wir Bryans Originalstimme und konnten Teile seiner berühmten Rede wiederherstellen, Jahre später, neu aufgezeichnet mit den neuen Aufnahmetechnologien. Obwohl die Aufnahme nicht die Kraft des originalen Momentes wiedergeben zu vermag, erlaubt sie uns wenigstens, Bryans Stimme zu hören. Ich komme zu Ihnen, um in Verteidigung einer Angelegenheit zu sprechen, so heilig wie die Angelegenheit der Freiheit, die Angelegenheit der Menschheit. Niemals zuvor in der Geschichte dieses Landes wurden wir Zeuge so einer Anfechtung, wie die jetzt
erlebte. Bryans wiederhergestellte Tonaufzeichnung überspringt hier wichtige Teile des ursprünglichen Textes. Nach den offiziellen Unterlagen des Demokratischen Parteitages setzt Bryan mit folgenden wichtigen Referenzen zur monetären Politik fort. Was wir brauchen, ist ein Andrew Jackson, der standhaft ist, wie Andrew Jackson es war, gegen die Übergriffe des geballten Vermögens. Wir sagen auf unseren Plattformen, dass wir glauben, das Recht, Geld herauszugeben, ist eine Regierungsfunktion. Wir glauben es. Wir glauben auch, dass es Teil der Souveränität ist. Die Gegner dieser Ansicht sagen uns, das Herausgeben von Papiergeld sei eine Funktion der Bank und dass die Regierung sich aus dem Bankengeschäft zurückziehen sollte. Ich stehe auf der Seite von Jefferson, anstatt mit Ihnen, und sage denen, wie er es auch tat, dass die Geldschöpfung eine Regierungsfunktion ist und dass die Banker sich gefälligst aus dem Regierungsgeschäft zurückziehen sollten. Erinnern Sie sich an das Bankenmagazin 1892, wo Sie darüber redeten, dass Sie versuchen werden, die Demokraten beschäftigt zu halten mit der Tarifdebatte? Hier kommt die Stelle, an der Bryan sich darauf bezieht. Sie fragen, warum wir mehr über die Geldsache reden als über die Tarifsache. Darauf antworte ich, dass, wenn die Sicherheit Tausenden das Leben kostete, der Goldstandard kostete Zehntausenden das Leben. Dass, wenn wir das Geldsystem der Verfassung wiederhergestellt haben werden, alle anderen notwendigen Reformen erst möglich sind und dass, bevor das nicht getan wurde, auch keine andere Reform verwirklicht werden kann. Wie auch immer, der Goldstandard und seine 30-jährige Restriktion der Geldmenge wurden so unpopulär, dass sich sogar die meisten Republikaner dagegen aussprachen. An dieser Stelle geht die Tonaufzeichnung von Bryan weiter. Sie werden die Seiten der Geschichte umsonst durchsuchen, um auch nur ein einziges Beispiel zu finden, wo sich der normale Bürger irgendeines Landes für den Goldstandard ausgesprochen hätte. Sie können Beispiele finden, dass Besitzer von festen Investitionen sich für einen solchen Standard aussprachen, aber niemals die Massen. Sollten Sie sich wagen, in den offenen Ring herauszukommen, um zu behaupten, der Goldstandard wäre eine gute Sache, werden wir Sie bis zum Äußersten bekämpfen. Wir werden Ihr Verlangen nach einem Goldstandard beantworten, indem wir Ihnen sagen werden, du sollst diese Dornenkrone nicht auf die Stirn der Arbeiter pressen, du sollst die Menschheit nicht kreuzigen auf einem Kreuz aus Gold. Die Banker hatten Angst, die meisten einfachen Landwirte waren sauer wegen dem Fehlen einer ordentlichen Geldversorgung. Es sah so aus, als ob sie nun endlich genügend politischen Einfluss hätten, das höchste Amt im Land zu gewinnen und alle Pläne der Banker zu durchkreuzen. Als Resultat war die 1896er-Kampagne eine der erbittert umkämpftesten Präsidentschaftswahlen der amerikanischen Geschichte. Obwohl Bryan nur 36 Jahre alt war zu der Zeit, wird seine Rede weithin als eine der berühmtesten Reden, die jemals vor einem politischen Konvent gehalten wurden, betrachtet. Die McKinley-Kampagne gab 5-mal mehr Geld aus als Bryan. Bryans Strategie war es, seine politische Kampagne auf die Straße zu tragen. Er erfand die National Stamping Tour. Er hielt über 500 Reden in 27 Staaten innerhalb von 4 Monaten. Das ist ein Durchschnitt von 4 am Tag und viele dauerten über 2 Stunden. Durch die ganze Nation umgaben Zehntausende von Amerikanern Bryan mit Fackelparaden und unterstützten seine Kampagne. L. Frank Baums eigener Sohn schrieb, dass Baum in mehr als einer Fackelparade für Bryan marschierte. Der Kampf wurde so hitzig, dass tausende Kilometer weit weg in Alaska der höchste Berg Nordamerikas, Mount McKinley, nach Bryans Gegner, dem Republikaner William McKinley, benannt wurde. Es scheint, dass der erste Goldgräber am Berg, ein Mann mit dem Namen William Stickey, den Berg zu Ehren des Goldgeldkandidaten benannte, aus Rache. Denn seine vielen Silbergeldfreunde unterstützten alle Williams Jennings Bryan. McKinley brachte Hersteller und Industrielle dazu, unter ihren Arbeitern zu verbreiten: Wenn Bryan gewinnen würde, alle Fabriken geschlossen werden und es keine Arbeit mehr für sie gäbe. Dieses Gerücht wirkte erfolgreich. McKinley gewann mit geringem Abstand. Bryan kandidierte nochmals 1900 und 1908, doch verfehlte er jedes Mal knapp den Sieg. Aber die Bedrohung seiner Gegenwart für die Banker erforderte, dass eine republikanische Alternative Roosevelts und Tafts einen Vorschlag zu mehr Unabhängigkeit von den Bankern einbrachte.
Roosevelt übte milde Opposition gegen ihre Monopole und Taft zeigte sich wenig enthusiastisch über ihr Verlangen von Zentralbankgesetzen, die doch am Ende beschlossen wurden, 1913, der sogenannte Federal Reserve Act. Darum verschoben die Banker ihre Unterstützung zu dem demokratischen Kandidaten Woodrow Wilson 1912. Obwohl William Jennings Bryan nie Präsident wurde, haben seine Bemühungen 20 Jahre lang die Geldwechsler gehindert, ihr nächstes Ziel zu erreichen. Eine neue Zentralbank im Privatbesitz in Amerika, die Federal Reserve. Bryans Niederlage 1896 war ein großer Sieg für die Banker. Ihre gelbe Pflastersteinstraße hatte effektiv die Politik der Nation kontrolliert, dadurch, dass sie das Leben aus dem Geldsystem gepresst hatten. Jetzt, wo wir die Geschichte des Geldes erklärt haben, lass uns einen genaueren Blick auf L. Frank Baum werfen, dem Autor des wunderbaren Zaubers von Oz. Wer also war Frank Baum? Lyman Frank Baum war geboren von gut situierten Eltern genau in diesem Haus in Chittenango, New York, 1856. Dies ist das Haus, in dem L. Frank Baum geboren wurde. Seine Familie lebte in diesem Gebiet und sie hatten eine Fabrik, die genau gegenüber dem Haus lag. Also genau hier. Sein Vater machte sein Vermögen in den Ölfeldern von Pennsylvania. 1880, im Alter von 24, baute sein Vater für ihn ein Theater in Pittsburgh, New York. Und Baum machte sich daran zu schreiben und zu Schauspielern an diesem Platz. Baums Theaterkarriere hatte wenig Erfolg. Darum zog er und seine Frau Maud 1888 nach Aberdeen im Dakota-Gebiet, wo er einen Laden eröffnet, bekannt als Baum's Bazaar. Das waren harte Zeiten im Mittleren Westen. Baum hatte die Angewohnheit, seinen Kunden viel Kredit einzuräumen. Das hatte seinen Laden in den Bankrott getrieben. Baum fing darauf als Editor bei einer lokalen Zeitung an, der Aberdeen Samstags Pioneer. Baum war nicht der Besitzer dieser republikanischen Zeitung. Es gab wenig Arbeitsplätze, deshalb war Baum gezwungen, für seine republikanische Leser zu schreiben, obwohl seine Familie und er Anhänger liberaler bis populistischer Politik waren. 1891 waren die Zeiten so schwer geworden im Dakota-Gebiet, dass sogar die Zeitung aufgeben musste. Also zog er Maud und seine vier Söhne um nach Chicago, wo er einen Job als Reporter annahm bei der Chicago Abend Post. Wie die meisten Schreiber musste er mehrere Jobs gleichzeitig haben, um seine wachsende Familie zu ernähren. 1897 schrieb und veröffentlichte Baum seine Geschichte Mother Goose in Prose, illustriert von Maxfield Parrish. 1900 publizierte Baum und Denslow den wunderbaren Zauberer von Oz. Das Buch war das meistverkaufte Kinderbuch für über 2 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung. Baum und Denslow arbeiteten zusammen, um eine Musical-Bühnenversion des Buches auf die Beine zu stellen. Es wurde zu einem großen finanziellen Erfolg. Frühe Filmversionen wurden produziert 1910 und 1925, aber der klassische MTM-Film mit Judy Garland als Dorothy wurde 1939 produziert. In dieser Version gab es viele Änderungen, die weitgehend die Symbolik der monetären Geschichte verwässerten. Dorothys original silbernen Schuhe wurden durch Rubinschuhe ersetzt, um die Vorteile des neuen Technikfarbprozesses ausnutzen zu können. Jetzt, wo wir die Geschichte des Geldes in Amerika aufgeklärt haben, lasst uns einen genaueren Blick auf die Geschichte des Zaubers von Oz werfen, um zu sehen, ob die Symbolik zusammenpasst. Also die Hauptsymbolik und die stärkste Analogie ist natürlich die gelbe Pflastersteinstraße und die silbernen Schuhe darauf. In der Buchversion des Zauberers von Oz sind Dorothys Schuhe aus Silber, im Gegensatz zur Filmversion, in der Dorothys Schuhe aus Rubin sind. Wenn du aber die silbernen Schuhe auf der Gold- oder gelben Pflastersteinstraße wegnimmst, geht der Rest der Symbolik auch verloren. Die originale Lösung der Populistenbewegung war von der Regierung herausgegebenes Geld, genannt Greenbacks, aber die Greenback-Bewegung versagte. Darum änderten sie ihre Zielsetzung, um durch von der Regierung herausgegebene Silbermünzen die Geldmenge zu erhöhen. Der wahre Konflikt war nicht, woraus Geld bestehen sollte, sondern wer das Recht hat, es zu schöpfen, die privaten Banker oder das Volk selbst durch die repräsentative Regierung. Die erste Person, die Dorothy trifft auf ihrem Weg, ist die Vogelscheuche. Sie repräsentiert die angeblich ignoranten Landwirte des Westens. Obwohl er von sich selber denkt, er habe kein Gehirn, beweist die Vogelscheuche doch recht schnell, die Dinge zu durchschauen auf dem Weg nach Washington. Es war wohl Baums Art, uns zu sagen, dass die Landwirte sehr wohl die Fundamente der Ökonomie verstanden, dass nämlich die Vergrößerung der Geldmenge sehr wohl ein legitimer Weg war, die Situation nicht nur der Landwirte, aber auch der gesamten Wirtschaft zu verbessern.
Als nächstes treffen Dorothy und die Vogelscheuche auf den Dosenholzmann, Baums Symbol für die Fabrikarbeiter. Was er brauchte, war etwas Öl oder eben Liquidität, eben die Liquidität von mehr Geld im System. Wie Professor Hugh Rockoff in Rockoffs Universität später in seinem 1999er im Journal für politische Ökonomie veröffentlichten Artikel schrieb, der Dosenholzmann gesellte sich in die Reihe der Arbeitslosen in der Depression von 1890 als Opfer des Unwillens der östlichen Goldanhänger, eine Vergrößerung der Geldmenge durch Hinzufügung von Silber zu unterstützen. Und dann war da der Löwe, der William Jennings Bryan symbolisierte. Bryan wurde ja der Löwe der Silberbewegung genannt. Er war der Führer dieser Bewegung. Bryan wurde als Feigling gesehen, denn nach seiner Niederlage 1896 hatte er sich von der Befreit-Silberbewegung distanziert. Nach Professor Rockoff: Der letzte Charakter, der zur Gruppe stößt, ist der feige Löwe. Das ist Bryan selbst. Diese Sequenz ist kein Zufall. Baum folgt hier der Geschichte, aufzeigen, dass die Bewegung zuerst von den westlichen Landwirten ausging, dann schlossen sich die Arbeiter an und erst dann, als sie bereits auf dem Weg waren, kam Bryan dazu. Der brüllende Löwe war eine gute Wahl für einen der größten Redner Amerikas. Hier gehen sie nun, unsere vier ungleichen Verbündeten, auf dem Weg nach Oz, entlang der gefährlichen gelben Pflastersteinstraße, hoffend, ein mächtiger Zauberer würde ihre Bitte erfüllen. Manche Experten sehen das als eine Anspielung auf den ersten Marsch nach Washington durch Coxey's Army 1894, um zu versuchen, die Depression zu brechen. Jacob Coxey war ein erfolgreicher Geschäftsmann, der einen Marsch vom Mittleren Westen leitet nach Washington D.C., um nach Beseitigung der wirtschaftlichen Probleme von Millionen zu dieser Zeit zu verlangen, die unter der Krise der Depression dieser Tage von 1893 litten. Er marschierte mit einer sogenannten industriellen Armee, das waren einfache arbeitslose Männer. Deshalb wird dieser Marsch oft als Inspiration gesehen hinter Dorothy und ihrer Gruppe auf ihrer Wanderung zur smaragdgrünen Stadt von Oz, um Beseitigung der Probleme zu fordern, vom Zauberer von Oz, also vom Präsidenten der USA. Coxey hoffte, Präsident Cleveland zu treffen. Wie auch immer, er wurde verhaftet wegen unbefugtem Zutritt vom Privatgrund und eingesperrt, und seine Bewegung wurde aufgelöst. Coxey war ein Anhänger des Greenbacks. Seine Ideen waren einfach. Die zentrale Regierung sollte öffentliche Projekte schaffen und dafür zahlen, indem sie Geld druckte und ausgab. Zu der Zeit klang es wie die wildeste Form von Extremismus, aber eingedenk der Tatsache einer Arbeitslosenrate von 18,4% wären nur wenige moderne Ökonomisten bereit, so eine Idee einfach von der Hand zu weisen. Auf dem Weg nach Ost schläft der feige Löwe in einem Feld von Schlafmohn ein. Aber warum Schlafmohn? Der Schlafmohn repräsentiert den Opiumkrieg, den Bryan als Gegner gegenüberstand. Schlafmohn ist eine Quelle für Opium, und das Einschlafen im Schlafmohnfeld symbolisiert die Furcht der Bewegung, Bryan würde einschlafen durch die neue Problematik. Der Löwe wurde gerettet von diesem Feld, von einer Schar von Feldmäusen, wie es im Buch selbst heißt. Allein hätten sie diesen gigantischen Löwen nie bewegen können, aber als sie zusammenkamen, konnten sie es. Es war ein exzellentes Bild für die Bewegung der Populisten, wie eine Menge Leute, die einzeln keine Macht hatten, wenn sie die Richtung kennen, in die sie wollen, Berge versetzen können. Also selbst einen großen Einfluss haben können. Es gibt eine große Menge an Symbolik in diesem Buch, die im Film verloren ging. Das ist einfach so viel, um zu wissen, dass es nicht sein kann, dass es nicht eine Reflexion dieser monetären Reformbewegung sein sollte. Manches davon ist so genau, dass es nicht anders bedeuten kann. Zum Beispiel, es gibt eine Passage, wenn sie in Oz ankommt, es wird ihr Raum gezeigt im Palast, sie geht durch 7 Passagen und 3 Treppenhäuser. Naja, das bedeutet eigentlich nichts, außer es spielt auf das Verbrechen von 73 an. Das für alle Populisten bedeutete dieser Status, der den Leuten das Recht nahm, ihr eigenes Silber zur Münzprägung bringen zu können. Es ist keine Überraschung, dass der Bauplan des smaragdgrünen Palastes die Zahl 7 und 3 reflektieren sollte. Das Verbrechen von 73 war eine kritische Sache in der Geschichte der monetären Populisten. Die zwei bösen Hexen von Ost und West symbolisieren die zwei Bankmächte dieser Zeit, Rockefeller und Morgan.
JP Morgan war der Kopf der Wall Street Banker in New York und hatte seine Geldmittel eigentlich von Europa. Die böse Hexe des Westens könnte die Rockefeller Interest repräsentieren, die ihre Basis in Cleveland, also im Mittleren Westen, hatte. Rockefeller war dominant im Westen, Morgan dominant im Osten. Als Dorothy das erste Mal in ihrem Haus landet und die Hexe tötet, bekommt sie die Schuhe, die ja die Macht sind, also die Macht der Hexe. Du weißt, du hast gestohlen. Gib sie mir zurück. Gib sie zurück. Halt sie gut fest. Ihre Magie muss sehr mächtig sein, sonst würde sie sie nicht so dringend haben wollen. Also die Macht der Hexe ist die Macht, Geld erschaffen zu können. Dorothy begreift noch nicht, dass sie diese Macht jetzt an ihren eigenen Füßen trägt, die Macht, Geld zu erschaffen. Dorothy und ihren Gefolgsleuten wird nun gesagt, sie müssen gehen und die böse Hexe des Westens töten. Bring mir den Stab der bösen Hexe des Westens. Aber wenn wir das tun sollen, müssen wir sie töten, um das tun zu können. Sie schleudert nahezu biblische Plagen auf die Gruppe, Wölfe, Krähen und schwarze Bienen, aber sie besiegen sie alle. Am Ende ist sie gezwungen, ihre goldene Kappe zu benutzen, ein weiteres Symbol für den Goldstandard, um die geflügelten Affen zu rufen, die dann die Gruppe einfangen. Dorothy tötet die Hexe dadurch, dass sie einen Eimer Wasser über die Hexe schüttet, in Andeutung der Liquidität, das Silbergeld dem Markt hinzufügen würde, um den Würgegriff des Goldgeldsystems der Banker zu brechen. Durch zusätzliche Liquidität kann die wirtschaftliche Zukunft dieser Leute verbessert werden. Die Leute wollten Regierungsgeld, in diesem Fall Silber. Die Banken hatten Amerika in ein Goldstandardsystem gezwungen. Dann konnten sie eine Depression hervorrufen, zu jedem Zeitpunkt ihrer Wahl, einfach dadurch, dass sie die Menge des Goldgeldes reduzierten. Als sie siegreich zu dem Zauberer zurückkehren, wird Dorothy gefragt, den grünen Fluchtballon für den Zauberer zu nähen, aus grünem Tuch. Dann fliegt der Zauberer versehentlich ohne sie ab. Glücklicherweise kann Dorothy Glinda, die gute Hexe des Nordens, finden. Oh, wirst du mir helfen? Oh, kannst du mir helfen? Dorothy wird gesagt, dass die Macht, ihre Probleme zu lösen, bei ihr war, die ganze Zeit. Sie muss nur die Absätze ihrer silbernen Schuhe dreimal aneinander schlagen. So wie Dorothy hatte Amerika selbst die Macht, ihre eigenen Probleme zu lösen, einfach durch Vergrößerung der Geldmenge, nämlich regierungsgeschöpftes Silbergeld. Als Dorothy am Ende zurückkehrte zu Tante Annie und Onkel Henry in Kansas, findet sie heraus, dass die Silberschuhe von ihren Füßen abgefallen waren, genau wie die Silberfrage in den späten 1890ern verschwand. Baum behielt recht, die Silberidee wurde zu einer fernen Erinnerung, als die Vereinigten Staaten sich streng dem Goldstandard verpflichteten, durch das Erlassen des Goldstandardgesetzes im Jahre 1900, dasselbe Jahr, in dem das Buch Der wunderbare Zauberer von Oz veröffentlicht wurde. L. Frank Baum gab nie zu, dass er die Symbolik der monetären Reformbewegung eingebaut hatte in den Zauberer von Oz. Konsequenterweise lehnen einige Fans ab, dass es irgendeine Verbindung gäbe. Wie auch immer, die Periode direkt nach dem Erscheinen des Buches gibt uns einige hilfreiche Hinweise über seine Motive. Hinweise zu aktuellen Vorfällen erscheinen in einer Vielzahl von Baums späteren Arbeiten. 1901 etwa arbeitete Baum an einer Comicoper mit dem Namen der Octopus oder auch der Kartellkonzern. Das war, während er versuchte, sich davon loszureißen, weitere Oz-Bücher zu schreiben. Wie auch immer, der Druck der Öffentlichkeit wurde zu groß, denn der Zauberer von Oz wuchs weiterhin in seiner Beliebtheit. Es scheint, dass Baum nun jedes Interesse an Politik verliert, denn er wurde sehr reich durch sein Buch, das er schrieb, das zur beliebtesten Kindergeschichte aller Zeiten werden sollte. Also, was können wir nun tun mit der Situation? Es gibt mehrere Lösungen. Sie zerfallen in zwei Kategorien: Aktion auf Bundesregierungsebene oder Aktion auf der Bundeslandesebene. Es gibt drei grundlegende Bundesregierungslösungen, die alle eins gemeinsam haben, dass die Regierung allein die Kontrolle haben soll, Geld zu schöpfen und seine Menge zu regulieren. Kommerzielle Banken sollen nur das Geld ausleihen können, das sie tatsächlich besitzen. Der Brite James Robertson teilt die Geldmacht zwischen zwei konkurrierende Regierungseinrichtungen auf. Die britische Regierung würde monetäre Zielsetzungen veröffentlichen, die vom Parlament abgesegnet würden, als Beispiel eine Inflationsrate von 2-3%. Dann würde die Bank von England gerade so viel schuldfreies Geld drucken, um diese Zielsetzung zu erreichen. Sie würde dann dieses Geld der Regierung geben, um es auszugeben durch Investitionen in die Wirtschaft, durch den normalen Haushaltsprozess.
Es ist eine Agentur der Gesellschaft, eine öffentliche Einrichtung, die im Interesse der Öffentlichkeit arbeiten soll. Bei seinem Handeln im öffentlichen Interesse soll es Ziele erreichen, die ihm gegeben werden durch die gewählte Regierung. Es soll arbeiten in einem professionellen Abstand zu den gewählten Leuten selbst. Denn die Gesetzgeber werden versuchen, so viel Geld zu bekommen, wie sie können für ihre lokale Wirtschaft. Und wenn es eine Frage der nationalen Wahl ist, werden sie manipulieren wollen. Das ist eine Frage der Geldmenge, sie zu benutzen, um an der Macht bleiben zu können. Es erscheint mir, man kann das nicht ignorieren, diese Tatsache. Es ist eine Tatsache des Lebens. Kommerzielle Banken würden immer noch arbeiten, aber sie könnten nur Geld verleihen, das sie tatsächlich besitzen. Dann müssten sie um zusätzliches Geld auf dem Markt konkurrieren, genau wie andere Kooperationen auf dem Markt konkurrieren müssen, um das Material, das sie brauchen. Geld zu verleihen, das eine Bank nicht besitzt, würde als Form der Geldfälschung gelten. Es wäre ihnen verboten, neues Geld zu schöpfen. Sie würden konkurrieren, absolut konkurrieren, ohne Subventionen, wie sie sie jetzt haben. Konkurrieren mit anderen Banken, um ein besseres Geschäft anbieten zu können. Das würde bewirken, dass die Banken nun wirklich konkurrieren müssten. Das ist im Moment absolut nicht der Fall. Es ist die einzige große Industrie, die in diesem Ausmaß subventioniert wird. Außerdem würde ein konkurrierender Markt für Laien und Verleihen neue Leute motivieren, teilzunehmen, wesentlich mehr, als sie jetzt motivieren können. Wenn die existierenden Lizenzinhaber so dermaßen subventioniert werden, durch die Erlaubnis, die ihnen gegeben wurde, neues Geld schaffen zu dürfen. Mit anderen Worten, Banken könnten nur Geld verleihen, das sie tatsächlich haben. Absolut. Und ich denke, das ist die Situation, in der diese zentrale monetäre Einheit existieren sollte. Sie sollte das Geld nicht als Schuld schöpfen, sondern es der Regierung einfach geben, um es in den Umlauf zu investieren als Bezahlung, nicht als Schuld. Bei Alan Browns Lösung würde die Regierung sämtliches Geld schuldfrei schöpfen. Die Lösung, die ich sehe, ist, dass wir zum System der amerikanischen Kolonisten zurückkehren, insbesondere der Kolonie von Pennsylvania, die ihre eigene Bank hatten und Regierungskredit herausgaben. Der Kongress denkt, er müsse das Bankensystem retten, denn sie denken, wir wären abhängig von diesem Bankensystem für unseren Kredit. Aber das sind wir eben nicht. Wie Dorothy und all die anderen Charaktere in dem Zauberer von Oz haben wir die Macht, unser eigenes Geld zu schöpfen und unseren eigenen Kredit. Die Haltung der Regierung scheint generell zu sein, wir tun, was wir zu tun haben und denken später darüber nach, wie wir zahlen werden. Aber was sie tun könnten, wäre, zahl dafür jetzt gleich. Mit anderen Worten, du hast es nicht nötig, später dafür zu bezahlen. Mit Schuld, du kannst jetzt bezahlen mit Geld. In der Money Master Lösung erschafft die Regierung alles Geld in Form von schuldfreien US-Noten oder ihrer elektronischen Form und investiert dieses Geld in die Existenz als Bezahlung, nicht als Schuld, einfach nur durch den normalen Bundeshaushaltsprozess. Existierendes Schuldgeld wird einfach eins nach dem anderen ausgetauscht durch dieses Geld. Die Staatsschuld würde natürlich auch durch das neue Geld abbezahlt werden. Aber um Inflation zu vermeiden, würde die Reservevorschrift Schritt für Schritt erhöht für die kommerziellen Banken, bis man schließlich eine 100%ige Reserve von ihnen verlangt. Mit anderen Worten, Banken könnten nur noch Geld verleihen, das sie wirklich haben. Ich denke, die Lösung ist, was ich ein Dollar pro Kapital nenne. Was heißen würde, du musst einen Dollar haben für jedes unsichere Vermögen, gegen das du Kredit haben willst. Wenn du also gegen eine Kreditkarte leihen, musst du einen Dollar haben für jeden Dollar, der offen steht. Wenn du losgehst, um Kredit auf ein Haus aufzunehmen oder ein Auto, kannst du jeden Kredit geben, den du willst, aber nur gegen den realen Wert des Vermögens, was immer das auch ist. Solange du das tust, wird es nie ein Banking- oder Zuverlässigkeitsproblem geben. Lösungen auf Bundeslandebene wären leichter erreichbar am Anfang, bevor Reformen auf Bundesebene politisch möglich wären. Eine interessante Tatsache ist, wir brauchen keine Genehmigung der Bundesregierung, um eine Landesbank zu gründen. Bundesländer können auch Banken gründen. Alles, was es dazu braucht, ist ein Gesetz, das durch die Landesregierung gemacht wird. Viele Bundesländer erlauben bereits jetzt Landesbanken. Das Land zahlt nun all seine Einnahmen in diese neue Bank ein und könnte so das fraktionierte Reservebanking zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie sich selbst Kredit verleihen für Straßen oder Brücken und so weiter und das ohne Zinsen. Wenn die Kredite zurückgezahlt sind, ist das Geld aus dem System verschwunden. Das Schöne an diesem System ist es, dass du Wohlstand erschaffst, ohne eine permanent wachsende Geldmenge zu erzeugen und die daraus resultierende Inflation. Während des Bürgerkrieges autorisierten sich Virginia Counties, ihr eigenes schuldfreies Geld herauszugeben.
Da es kein Gold gab, wäre kein Geld im Umlauf gewesen, um den Handel aufrechtzuerhalten. Diese übrig gebliebenen Noten hier sind hauchdünn. Minnesota-Experte für monetäre Reform Baron Dell hat Gesetzesentwürfe für Minnesota vorgeschlagen, um eine Landesbank zu gründen, die das Land ermächtigen soll, um die Landesregierung mit all dem Geld zu versorgen, das sie brauchen, um Infrastrukturprojekte zu bezahlen, wie etwa Straßenbau oder Reparatur, ohne Schuld und Zinsen. Mein Konzept der Geldreform ist nur ein wenig anders, aber nur wegen der Tatsache, dass es für mich persönlich leichter ist, an meinen Repräsentanten der Landesregierung zu arbeiten, als an denen der Bundesregierung. Und natürlich ist die Lösung für unser Problem ganz klar, dass Geld nicht als Schuld in den Umlauf kommt. Es macht eigentlich keinen Unterschied, wie du das machst, solange das Geld in den Umlauf kommt, ohne Schuld für irgendjemanden, also als Bezahlung sozusagen. Also ist das Ziel dieses Gesetzes einfach ausgedrückt, die Bank soll das Geld drucken und nicht als Schuld, sondern als Bezahlung ausgeben und so in den Umlauf bringen. Dieser Gesetzesvorschlag macht gerade seinen Weg durch die Stufen der Minnesota Landesregierung mit einigen Banken als Sponsoren dieses Ansinnens. Übrigens, die Bank in Landesbesitz ist nichts Neues. Die Bank von North Dakota ist die einzige Bank in Landesbesitz in Amerika. Sie wurde 1919 erschaffen, während die Populistenbewegung durch die kriegsgeschüttelten Landwirte der Region von Dakota wirbelte. Sogar mitten in dieser schlimmen Zeit macht die Bank von North Dakota Rekordgewinne und hilft dabei, das Land zu finanzieren. Das tut sie seit den letzten 90 Jahren. Man kann also kaum von einer radikalen Neustarter-Idee sprechen. Nach Angaben des Bankpräsidenten Eric Hartmeier: Wir sind der Kontoführer für alle Landeseinnahmen, Steuern und Strafen. Wir stecken diese Reserven zurück in das Land in Form von Niedrigzinskrediten. In den letzten 10 bis 12 Jahren haben wir ein Drittel einer Milliarde Dollar zurückgegeben, nur für die normale Finanzierung der Steuerabsetzung oder um dem öffentlichen Sektor bei Finanzierung zu helfen. Nicht schlecht für ein Land mit einer Bevölkerung von gerade mal 600.000. 2009 hat das Land von North Dakota keinerlei Finanzprobleme. Tatsächlich haben wir es mit dem größten Überschuss zu tun, den wir jemals hatten. Interessanterweise wurde die Idee für die Bank von North Dakota eingebracht durch einige schwedische Einwanderer im frühen 19. Jahrhundert. Gemeinschaftsbanking war in Schweden mindestens 100 Jahre zuvor schon eingeführt worden. Um 1820 kamen die Schweden auf die Idee mit den Sparerbanken. Diese Volksreservebanken verliehen nur Geld, das sie wirklich hatten. Sie haben das Geldmonopol dezentralisiert und wurden von der Regierung unterstützt, als ein Weg für Minderheiten, die Armut zu bekämpfen. Diese Banken operierten nach dem sogenannten Kirchturmprinzip, wo die Bank nur solchen Leuten Kredit geben durfte, deren Häuser gesehen werden konnten vom höchsten Kirchturm in der Stadt. Diese Gemeinschaftsbanken erhöhten das Allgemeinwohl anstatt nur das Wohl der Banker. Dies half Schweden zu seinem Reichtum und zu wachsen. Und Stockholm wurde zu dem prachtvollen Venedig von Skandinavien, wie wir es heute kennen. Aber dann attackierten die Schuldbanker die Sparbanken. Zuerst überredeten sie viele zu größeren Banken zu fusionieren. Dann wurde das schwedische Parlament überredet, ein Gesetz zu erlassen, die es den kommerziellen Banken erlaubte, die Non-Profit-Sparbanken aufzukaufen. Nach einer Serie von Zusammenschlüssen werden diese Banken jetzt Swedbank genannt. Sie standen unter ernsthaften Attacken während der 80er Jahre, aber es verblieben noch einige der Sparbanken im Land. Und die arbeiten sehr effektiv, insbesondere weil sie die Macht dezentralisieren und sie zurück in die Hand der Bürger geben. Sie stärken die lokalen Gemeinden. Und in Zeiten der Krise haben sie bewiesen, dass sie mehr profitabel sind als die großen Banken. Jetzt sind nur noch etwa 50 Sparbanken übrig geblieben. Eine kleine Erinnerung an Banking im Besitz der Öffentlichkeit, die beweisen, dass Gemeinden und sogar Nationen wunderbar funktionieren mit schuldlosem Geld. Islands kleine Wirtschaft und knappe Ressourcen waren auch abgesichert durch einige im öffentlichen Interesse geführte Sparbanken. Obwohl eine kleine Einwohnerzahl von etwas mehr als 300.000 Menschen und ein Bruttosozialprodukt von nur etwa 12 Milliarden Dollar, ist Island eins der zivilisiertesten Länder der Welt. Dann aber privatisierte die Regierung die Sparbanken, die ähnlich waren wie die schwedischen Sparbanken 20 Jahre zuvor.
Aber im Fall von Island wurden sogar die Landesbanken, die eigentlich die Bank von Island sind, privatisiert. Während der ersten paar Jahre sahen die Dinge gut aus, die Wirtschaft verdoppelte sich, aber unter der Oberfläche schufen Privatbanker eine riesige Finanzblase. Sie eröffneten eine neue Internet-Offshore-Bank mit Namen iSafe, ihre Zielgruppe Anleger aus England und Holland, denen sie attraktive Zinsraten anboten für Neuanleger. Hunderttausende neue Konten wurden eröffnet. Ganze Städte und Polizeibeamten, Rentenfonds haben ihr Geld in iSafe gesteckt, wie auch Hilfsorganisationen wie etwa Krebshilfefonds. Unter Anwendung des fraktionalen Reservebankings hat iSafe dieses Geld um Milliarden vermehrt und vergab sehr fragwürdige neue Kredite. iSafe begann in europäische Abenteuer zu investieren, insbesondere in Russland. Viele glauben inzwischen, dass iSafe tatsächlich eine massive Geldwäscheoperation für die russische Mafia wurde, während sie mit dem guten Namen von Island für seriöses Banking, den sich Island über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hatte, hausieren gingen. Wie auch immer, als die Bank privatisiert wurde, benutzten sie weiterhin den guten Namen von Island, um riesig zu wachsen, und dabei involviert waren in viele kriminelle Aktivitäten. Und der Besitzer Birk Lutu wurde einer der reichsten Jungs in der Welt. Er wurde sehr schnell einer der Milliardäre. Ich selbst habe Dokumente gesehen, die ihn und seinen Vater mit der russischen Mafia in Verbindung bringen. Ein Oligarch, der nach England flüchtete, bestätigte, dass Island als Geldwaschmaschine für die russische Mafia benutzt wurde. Als der Crash kam 2008, brachen die großen isländischen Banken schnell zusammen. In den 5 Jahren seit ihrer Privatisierung vor dem Kollaps wuchs sie 10-mal größer als das gesamte isländische Bruttosozialprodukt ist. Und als sie kollabieren, können Sie sich vorstellen, wie tief der Sturz war, denn sie kollabierten auf die Schultern der Nation, also auf die Steuerzahler. Die isländische Regierung stopfte zunächst riesige Mengen an Steuergeld in diese Banken und versuchte sie zu retten, doch sie brachen trotzdem zusammen. Dann rettete die Regierung alle Anleger aus Island, aber die iSafe-Konten waren nicht in Island und waren nie versichert durch die isländische Regierung. Deswegen wurden sie nicht ausgelöst. Wie auch immer, im Angesicht von enormem politischen Druck zu Hause retteten die Briten und holländischen Regierungen die Konten ihrer Bürger bei iSafe, um dann zu versuchen, Island dafür bezahlen zu lassen, unter Konditionen, die fragile Wirtschaft von Island niederdrückten. Die Einkommensteuer von mehr als der Hälfte der Einwohner Islands, nur für die Zinsen von diesem speziellen Kredit. Und da sind noch andere. Wissen Sie, wir wären von 2007, das am bestentwickelste Land der Welt zu sein, zu einem Land geworden, das sein gesamtes Bruttosozialprodukt bräuchte, nur um damit allein Zinsen zu zahlen an ausländische Interessen. Die Inflation schoss in die Höhe. Isländer entdeckten bald, dass sogar der Grundpreis auf ihre Hauskredite indiziert wurde zur Inflation. Viele Hausbesitzer sahen den Grundpreis auf ihre Hauskredite verdoppelt und ihre Abzahlungsraten verdreifacht, und das während die Arbeitslosenrate stieg. Die Art, wie das Kreditsystem funktioniert in Island, ist absolut empörend. Ich meine, es ist, dein Recht als Kunde ist gleich null. Zwangsvollstreckungen stiegen an und die Isländer randalierten. Sie nannten es ihre Revolution. Sie stürmten das Regierungsviertel. Der Präsident war gezwungen, eine Volksabstimmung herbeizuführen. 93% der Bürger bestimmten, dass die Banken nicht gerettet werden sollten. Die Briten sind hier nicht gerade ein leuchtendes Beispiel, wie man internationale Beziehungen handhaben sollte. Nein, es ist eine der am schlimmsten behandelten, absurdesten Dinge, die ich je erlebt habe. Ich meine, es ist offensichtlich, dass die Isländer es sich nicht leisten können, dieses Geld zurückzuzahlen. Eine der Dinge ist, zuerst ihre eigenen Steuerzahler zu retten. Nun versucht die Regierungspartei, die Isländer zu überzeugen, der EU beizutreten, um leichter an Kredite zu kommen, um die Wirtschaft zu retten. Die Bürger aber scheinen nicht überzeugt zu sein, dass mehr und mehr Schulden die Lösung sein sollen. Island scheint entschlossen, ihre Geldmacht zurückzuholen und nicht noch mehr nationale Schuld aufzunehmen.
Was ich hier gern einführen möchte, ist ein gesundes Banking-System, wo du kein fraktioniertes Reserve-Banking hast, keine hohen Zinsraten. Die Banken sollen nicht als Mafia-Außenstellen dienen. Es soll etwas sein, was dem Allgemeinwohl dient. Über 70% der Isländer sind nun gegen einen Eintritt in die EU und einige unterstützen Vorschläge, dass Städte Sparbanken nach dem Modell der Bank von North Dakota einrichten sollten, um lokalen Kredit zu ermöglichen und die Welle von Zwangsvollstreckungen der Häuser zu stoppen. Wir sind noch nicht Teil der EU. Bis jetzt, sie versuchen uns da hineinzubringen, während 70% der Isländer dagegen sind. Aber die Sozialdemokraten sind an der Macht und das ist ihre Hauptmission, Island in die EU zu bringen. Island ist stolz auf sein demokratisches Erbe. Island ist die Heimat des ältesten Parlaments von Europa. Sie haben ihre Jahresfeier seit über 1000 Jahren. Während der ersten 800 Jahre traf sich das isländische Parlament an diesem Platz, genau wo die nordamerikanische Kontinentalplatte die europäische trifft. Island betrachtet den Platz als eine heilige Stätte, wo das gewählte Parlament geboren wurde. Und heute ist Island der neue Kampfplatz. Während es versucht, die erste Nation der modernen Zeit zu werden, die der Sklaverei des Schuldgeldsystems entkommt. Wenn Island entkommt, wird der Rest der Welt es sehen. Wenn ihr damit endet, dieses Geld zu zahlen und in die EU einzusteigen, um zu versuchen, Erlösung auf diesem Weg zu finden, wird es nur schlimmer werden. Die Sache ist die, was in Island passiert ist, wird auf der ganzen Welt passieren, noch in unserer Lebenszeit. Es wird nicht genug Geld geben, um die ganzen Schulden abzudecken. Warum pumpt unsere Regierung Geld in Privatbanken? Warum lassen sie nicht kollabieren, wie bei jedem anderen Geschäft? Dann ist die Entschuldigung, die sind zu groß. Lass sie fallen, bitte. Die Schlussfolgerung all dessen ist doch, wird Amerika noch immer das freiste Land der Geschichte sich wieder einmal freibrechen von diesen Zentralbanken im Privatbesitz, wie sie es bereits sechsmal in der Vergangenheit getan haben? Unser Geld wird derzeit nicht von der Regierung herausgegeben, auch wenn sie es so aussehen lassen. Es müsste nicht so sein. Dieses System muss abgeschafft werden. Manche werden sagen, naja, die Klepper im Kongress werden zu viel Geld drucken, sobald sie die Geldmacht haben. Aber der Kongress schöpft all das Geld, das sie wollen, bereits jetzt. Nur sie leihen es sich, eine Schuld, die nie zurückbezahlt wird, auf die wir als Bürger permanent Zinsen zahlen müssen. Anstatt dass sie Staatsanleihen kreieren oder Schulden sollten, und kann die Regierung Dollar schöpfen, zinsfrei. Obwohl die Bundesregierung da draußen ist, Geld leiht und es ausgibt, 3 Trillionen Dollar, 10% des Bruttosozialproduktes, 9,4 oder so, um genau zu sein, über die letzten 2 Jahre. Obwohl sie das getan haben, ist die totale Menge der ausstehenden Schulden im System seit dem Beginn von 2008 sogar verringert, inklusive der Bundesregierung. Diese Information kommt direkt von der Federal Reserve. Okay, du kannst eine Wirtschaft nicht wachsen lassen in einem schuldbasierten monetären System in echt, wenn der offene Kredit kleiner wird. Es kann nicht getan werden, denn alles Geld ist gleich Schuld, in der einen oder anderen Form. Wichtiger ist doch, das Schatzamt könnte das lösen. Das Schatzamt hat die Autorität, schuldfreies Geld herauszugeben. Sie tun das jeden Tag. Die Vierteldollarmünzen in deiner Tasche sind kein Schuldgeld. Wie der Erfinder des elektrischen Lichtes, Thomas Edison, sagte, wenn unsere Nation einen Dollar Anleihe herausgeben kann, dann kann sie auch eine Dollarnote herausgeben. Beides sind Versprechen zu zahlen. Aber das eine Versprechen macht die Wucherer fett und das andere hilft den Menschen. Edison war befreundet mit dem Autohersteller Henry Ford. Ford wusste, wie sehr das monetäre System davon abhängt, die Leute zu verwirren darüber. Es ist gut, dass die Menschen unserer Nation das Banking- und monetäre System nicht verstehen, weil wenn sie es täten, befürchte ich, wir hätten eine Revolution noch vor morgen früh. Unter diesem System können wir niemals aus den Schulden entkommen. Es ist nicht möglich. Auch goldgedecktes Geld ist nicht die Lösung. Das war das wichtigste Symbol in dem Zauberer von Oz. Sie denken, internationale Manipulation ist jetzt leicht? Warten Sie, bis wir zu einem Goldgeldsystem zurückkehren würden. Wie Thomas Edison der New York Times sagte, Gold und Geld sind zwei verschiedene Dinge. Gold ist der Trickmechanismus, durch den Sie Geld kontrollieren können. Dies ist die Wurzel allen Übels.
Die Lösung ist von der Regierung herausgegebenes Geld. Es ist die demokratischste Form des Geldsystems. Es maximiert die Freiheit in einer Republik anstatt der zentralisierten internationalen Plutokratie, in die wir uns sehr schnell verwandeln. Aber seid bereit, mit den Goldanhängern von heute umzugehen. Ihre Argumente lenken uns ab von den wirklichen Fragen. Sie sagen, dieses Geldgeschöpf durch die Regierung oder das Land wäre kein echtes Geld. Es würde vielleicht echtes Geld repräsentieren. Es ist aber kein echtes Geld. Es hat nichts damit zu tun, was unser Geld abdeckt. Es hat damit zu tun, wer kontrolliert seine Menge. Das ist es, was der Zauberer von Oz uns sagen wollte. Große Banker kontrollierten die Menge des amerikanischen Goldgeldes. Andere werden sagen, Kongress ist doch jetzt schon nicht empfänglich für die Bürger. Natürlich nicht. Politiker reagieren auf die, die die Macht haben. Im Moment haben die Banker die Macht. Wir müssen die ultimative Macht zurückholen, die eine Nation haben kann, die Macht über ihr eigenes Geld. Wenn die Macht der Banker gebrochen ist, werden die Politiker wieder auf die Menschen reagieren. Wenn wir den Traum der Gründungsväter von der Freiheit in Ehre halten und die Befreiung von Sklaverei durch politische Selbstbestimmung, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die Schöpfung unseres Geldes eine zu wichtige Sache ist, um sie privaten Bankern zu überlassen. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass dies nur zur Plutokratie führt, Herrschaft durch die Reichen und am Ende Sklaverei. Aber was ist mit den Banken? Sie scheitern doch auch schon. Lass die großen Banken scheitern. Keine Bank ist zu groß, um zu versagen. Die Regierung kann ihr eigenes Geld herausgeben. Wir brauchen deren super teures Aufzinsungssystem nicht. Keine Angst, Banken sind Banken. Sie werden nicht verschwinden. Du wirst immer noch zu deiner Bank laufen können, um deinen Scheck einzubezahlen. Deine Bank wird immer noch da sein. Nur das Innere der Bank, sein System, also der Teil, den du sowieso nie sehen wirst, wird anders sein. Das bedeutet nicht, dass Banken nicht mehr in der Lage wären, gutes Geschäft zu machen. Sie werden ein etwas anderes Geschäftsmodell haben, als sie jetzt genießen. Aber nicht mal alle Banken haben dieses Modell heutzutage. Du hast Sparallianzen, Kreditvereinigungen, Verleihfirmen, die seit jeher kein neues Geld schöpfen. Aber sie nehmen Geld ein und leihen es aus. Sie haben Konten und sind vorsichtig mit Investitionen, die sie machen. Und sie verdienen Geld durch Gebühren und an dem Abstand zwischen Geldeinkauf und Verleih. Und das würde natürlich nicht aufhören. Also würden Banken nach meiner Meinung nach wie vor ein gutes Geschäft in der Zukunft haben. Alles, was wir brauchen in dieser ersten auf uns zukommenden Depression des 21. Jahrhunderts, ist etwas Bildung. Wir können dies zur neuen Bewegung für zivile Rechte machen, ja sogar für die Menschenrechte. Nationen dieser Welt, das Gleiche gilt für euch. Fast jede Nation arbeitet unter demselben monetären System. Alles Geld wird zinsbehaftet erschaffen als Schuld. Wieder einmal lassen wir uns einschüchtern von den Bankern und ihren Drohszenarien des Wirtschaftskollapses, genau wie damals, als Andrew Jackson die zweite Bank von Amerika zerschlug. Es ist nichts außer pure Erpressung, eine Erpressung der ganzen Welt. Lasst sie scheitern. Vergesst nicht, alles Geld, das wir ihnen geben, leihen wir uns, um es ihnen zu geben und zahlen dafür Zinsen. Dann haben dieselben Banker die Frechheit, uns dieses Geld nochmals zu leihen und dafür noch mehr Zinsen zu kassieren. Dieses System muss zerschlagen werden. Ich denke, das wäre eine sehr große Veränderung. Ich denke, es wäre eine tiefgreifende Veränderung, wenn man auf die nächsten 100 Jahre schaut und dem Überleben unserer Spezies diese Sache zu korrigieren. Dies ist das Geheimnis, das die Menschheit befreien könnte. Unsere Kinder würden nicht mehr belastet sein von irgendeiner nationalen Schuld. Sie haben sich nicht verhört. Keine nationale Schuld mehr. Diese Worte werden aufhören zu existieren. Fallt nicht auf das Argument rein, dass die Typen im Kongress zu viel Geld ausgeben werden, wenn wir sie die Druckerpresse in Händen halten lassen. Schaut euch an, was sie jetzt tun. Sie geben nichts mal aus, sie leihen es sich, um es einfach wegzugeben. Es könnte nicht schlimmer werden. Die Fragen, die sich stellen, wenn man die Symbolik studiert in dem Buch Der wunderbare Zauberer von Oz, sind sogar noch wichtiger, wenn Sie verstehen, dass dies nicht nur ein amerikanisches Problem ist. Es ist total international. Dieses Geldsystem im Privatbesitz ist bereits weltweit und ist absolut die Hauptursache für den meisten Hunger, Armut, Elend und Krankheit auf der Welt.
Nach William Jennings Bryans Niederlage 1896 wurde ihre Sache schwächer. Ihr Schiff fing an zu sinken. 1900 war Elfenbaums wunderbarer Zauberer von Oz wie eine verzweifelte Leuchtkugel, abgefeuert in die Finsternis der Geschichte, in der Hoffnung, dass irgendjemand entlang der Jahrhunderte Notiz nehmen würde und die Warnung aufnimmt aus ihrer Zeit über die wichtigste Sache, auch für uns heute, die Befreiung der Menschheit von dem Schuldgeldsystem. Lasst uns dem Beispiel von Abraham Lincoln folgen, als er die Greenbacks herausgab 1862, um die Nation zu retten vor permanenter Spaltung.